Einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem Ulysses-Studio. Herzlich willkommen zu unserem Saltatio Mortis Finsterwacht-Spezialstream. Ich bin Nico und ich habe mir eine Reihe von Special Guests hier eingeladen. Wir haben bei unserer riesengroßen Kooperation hier weder Kosten noch Mühen oder Blut, Schweiß und Tränen gespart. Wir sind hier alle zusammen am Start und es kommen noch mehr Leute dazu. Ich hoffe, ich kriege jetzt das mit meinem Zeigefinger korrekt hin, aber wir haben zu meiner Rechten Falk von Saltatio Mortis, zu meiner Linken Hallo. Sebastian Thurau. Ja, man kann ihn wohl als Hallo. den Godfather auf DSA 5 Solo-Abenteuer nennen. Unter mir haben wir Thorsten Weitze, Fantasy-Autor, insbesondere bekannt für seine Reihe Der 13. Paladin, aber auch aktuell am Start mit der Reihe Minen der Macht, unter anderem mit Bernhard Hennen, Sam Feuerbach, Mira Valentin und Greg Walters. Wenn ihr also mal neue Fantastik braucht, abseits vom schwarzen Auge, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wir erwarten heute auch noch Bernhard Hennen in unserer illustren Runde begrüßen zu dürfen. Der wird neben Thorsten Platz nehmen, wenn er nicht mehr im Stau steht. Und wir erwarten auch noch ein weiteres Bandmitglied von Saltatio Mortis. Ja, herzlich willkommen, ihr alle. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ja, großartig. Heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Also heute ist ja quasi der Reveal Day, wo Genau. wir die Hosen runterlassen und ja, verkünden, was jetzt auf unsere Leute alles zukommt. Genau, wir haben ja schon vor einer Weile angefangen. Anfang des Monats kam, glaube ich, der erste Teaser auf dem YouTube-Kanal und bei Instagram von Saltatio Mortis, wo ihr eine Spielrunde beobachten konntet, wo unter anderem ja, Falk, aber auch Luzi und Alea von der Band zusammen mit Bernhard und Thorsten eine Spielrunde bei mir hatten, die war ja wirklich sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt von Ingmar, dem Videographer von Saltatio Mortis. Und da konntet ihr auch noch eine ganze Reihe weiterer Shorts auf YouTube und Instagram betrachten, wo Raubritter, Orks und Zwerge die Musikstudios da unsicher gemacht haben. Sehr, sehr unterhaltsam. War ein Riesenspaß. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Vergnügen und Nervenkitzel dabei, darauf zu warten, was am 16.02., also heute, endlich revealed wird, nämlich die große Koop, die Finsterwacht-Box, das neue Album von Saltatio Mortis plus ein DSA-Roman aus der Feder von Bernhard Hennen und Thorsten Weitze plus ein Hardcover-DSA-Band mit Solo-Abenteuer von Falk, Sebastian und mir. Und noch einem Schnellstart-Abenteuer für den ja, Einstieg in Spiel mit einer Spielrunde und vorgefertigten Helden und Würfeln und Autogrammkarten und. Wahnsinn, dass das Projekt endlich das Licht des Tages jetzt erblickt hat. Ja, wir sind ja teilweise schon länger eingeweiht und ich habe das neulich schon mal in einem Redax-Insight erzählt. Seit gutem halben Jahr und länger werkeln wir ja schon im Hintergrund daran und durften bisher nichts dazu verraten. Ganz schrecklich. Ja. Ja, ich würde sagen, wir erzählen einfach mal, wie wir uns so kennengelernt haben, oder? Was meint ihr? Eieiei. ja, wie du möchtest. Fang mal an. Also am einfachsten ist es für mich, von Sebastian zu erzählen. Den kenne ich Oh vom ja. Namen her schon sehr, sehr lange, nämlich als er angefangen hat, Solo-Abenteuer für das Schwarze Auge zu veröffentlichen. Im Rücken des Königs war das erste und dann folgte, glaube ich, als erstes erstmal ein Gruppenabenteuer mit Esche und Kork. Weitere Beiträge natürlich zu Spielhilfen wie Angroschs Kinder und dann die sensationelle Reihe zu Die Schwarze Eiche. Aber Sebastian hat ja noch eine ganze Reihe weiterer Sachen verfasst. Später durfte ich dann, als ich Mitglied der Redaktion wurde, einige der Projekte auch selbst betreuen. Der Vampir von Havena war damals schon fertig, aber die Verschwörung der Magier, das zweite DSA 5 Solo-Abenteuer, das habe ich schon redaktionell betreut und dann auch den Roten Schlächter, das dritte und das fünfte Solo-Abenteuer, nämlich das Garadan-Komplott. Zwischendurch hat meine Kollegin Zoe das Wispernde Herz noch mit Sebastian zusammen durchgebracht und
Wir haben dann ja noch also bei anderen Projekten kleinere Solos mit dabei gehabt. Wie ist das noch in dem Mythosband? Sebastian. Ist Sebastian eingefroren? Sebastian, hallo. Ich glaube, Sebastian ist eingefroren. Also in dem Mythosband, da gab es noch so ein gruseliges Cthulhu-Solo-Abenteuer von Sebastian. Und aktuell im Kaiser Hal Crowdfunding, also in Ära des Goldenen Kaisers, haben wir mit Nahemas Spiegel auch wieder ein Solo-Abenteuer von Sebastian mit dabei. Und ja, zwischenzeitlich hat er auch noch an der Neuauflage der Schwarzen Eiche gearbeitet, die wir demnächst irgendwann im Collectors Club haben werden. Termin habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Und natürlich jetzt der letzte Sieg der Schwänen. Sebastian wieder da? Nein. Ja, gut, er hat nicht. Ja. Ah, da ist er. Ja, ich habe ernst geguckt, weil es auf einmal irgendwie alles eingefroren ist, so wie das ja nicht sein sollte hier. Das Hast ist du ja was denn, Lebendiges. hast du hören können, was ich alles über dich erzählt habe? Ich glaube, ich bin irgendwann hinter dem Schlechter ausgestiegen und dann bei Hal wieder ein. Okay, vielleicht kannst du uns ja noch helfen. Wie heißt denn das Solo aus dem Mythos, Crowdfunding, was du geschrieben hast? Das fiel mir gerade nicht ein. Ja, dir auch nicht, okay. Das Grauen von, wie ist der Ort? Es war ein Grauen, glaube ich. Oh Okay, Gott. lassen wir es Bei dabei. 35 Büch Wir sind ja heute hier, Publikation, es war viel. um über kommende Projekte zu reden und nicht über solche, die schon lange vergangen sind. Ja, und als ich denn bei der Redaktion war, da musste Sebastian sich auch irgendwann mit mir herumschlagen. Er hatte also gar keine andere Wahl. Wenn er weiter für DSA schreiben will, Aber mit großem Vergnügen. musste er Also mich kennenlernen. es hätte mich sehr viel härter treffen können. Ah, das ist nett, dass du das sagst. Wir können ja auch ruhig verraten. Wir haben auch, bevor wir zusammengearbeitet haben, auch schon hier und da gequatscht und über Projekte geredet. Ich erinnere mich noch an die Schwarze Eiche. Da hatten wir noch überlegt, so ein Gruppenabenteuer mal dazu in dem weiteren Kontext zu machen. Aus dem ist aber nie was geworden. Also nicht du, aber du hast mich da beraten, auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch. Aber kommen wir zu Gunther, also zu Falk, den Mümmelstein. Von Saltatio Mortis. Das ist auch eine lustige Geschichte, wie ich würde sagen, wie du mich kennengelernt hast, ist eigentlich lustiger. Unfassbar. Denn ich Das kannte war. dich natürlich schon, ohne dass du wusstest, dass ich weiß, dass ich dich kenne. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist ein paar Jahre jetzt her. Das war 2019, 19? So 18 oder lange ist das schon 19? her. Wahnsinn. Ja. Und zwar war das zur Comic-Con in Stuttgart. Da war Genau. nämlich die ganze Band auf der Comic-Con in Stuttgart und hat da ja, sich sehen lassen. Nein, Und wir haben auch gespielt, wir haben auch Musik gemacht dort. Das war sehr, 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 sehr spannend. ich war ja leider nicht auf der Comic-Con. Ich war nur im selben Hotel wie ihr. Unglaublich. Ja, das war ein Riesenzufall. Ich war auf einer anderen Veranstaltung in Stuttgart und denn ja, ich war alleine da, hatte dann abends nichts zu tun, kam gerade vom Abendessen und gehe dann an die Hotelbar. Und dann sehe ich da die ganze Band, Saltatio Mortis. Ich wusste natürlich, wen ich da vor mir habe. Und was mir natürlich auch völlig klar war, dass der Falk da mit am Tisch sitzt. Denn wenn ihr regelmäßig bei uns zuschaut und mich darüber Anekdoten erzählen lasst, was ich alles für Abenteuer mag und so weiter, dann habt ihr bestimmt schon mal von diesem Abenteuer hier gehört. Jawohl! Die unsichtbaren Herrscher. Ist eins meiner Lieblingsabenteuer, deswegen habe ich auch dafür gesorgt, dass es auf dieses Rubbelposter draufkommt, was wir gerade veröffentlicht haben, die 100 Abenteuer, die man gespielt haben muss. Das hat nämlich der Falk mit seinem Bandkollegen Timo geschrieben. Genau. Und nicht nur das, sondern hier bei der Den Originalauflage Schreib, ja. der sieben gezeichneten Kampagne, da hatten die beiden auch ihre Finger im Spiel. Und ich bin ja nicht nur Ulysses Angestellter, ich bin ja auch ein DSA-Fanboy. Also bin ich einfach zu der Band hingegangen und habe Falk angequatscht und meinte, hey, du bist doch Falk, ich bin ein Fan von deiner Arbeit. Und dann hat er mich angeguckt und ich kann mir vorstellen, was so durch seinen Kopf ging. So, ja, ist halt so ein Fan von der Musik. Okay, passiert halt öfter mal, wenn man, dass man erkannt wird und angesprochen wird.
Und dann war er völlig irritiert, als ich gesagt habe, ich meine aber nicht eure Musik. Und der Jean, der heute auch noch mit dazukommt, hoffentlich, der hat mich dann aber erkannt. Saltatio Mortis hat übrigens auch einen Podcast, Met und Mosh Pit heißt der. Könnt ihr euch mal angucken und reinhören. Und der hatte gerade zum Thema Pen und Paper Rollenspiele recherchiert, weil ihr eine Folge dazu im Podcast aufgenommen habt. Und da ist er auch über Ulysses-Spiele und das Schwarze Auge gestolpert und hat da Fotos und Videos von mir gesehen und der hat mich erkannt und hat dann angefangen zu lachen und meinte, ah, ich weiß, wer du bist, aber ich verrat's nicht. Ich will mal wissen, wohin das führt und hat Gunther dann mal machen lassen. Das war meine Perspektive. Wie war deine, Falk? Das war unfassbar spannend. Wir waren auf dem Comic-Con, durften auf dem Comic-Con spielen. Das war für mich auch so ein Wow, was für ein Erlebnis. Und dann treffe ich dich am Abend in der Hotelbar und denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. So eine, wie sich Kreise schließen. Und dann natürlich noch mit was, was mir auch brutal Spaß macht, Schwarze Auge ist so, ich bin damit aufgewachsen. Muss ich jetzt einfach mal so quasi zum Besten geben. Also mit der ersten Auflage, das Schwarze Auge kommt damals noch bei Schmidt-Spiele in Essen zum Spiel raus. Und ich war dabei und habe quasi von Tag 1 an gespielt. Wir haben noch die Maske aufgezogen und haben uns irgendwie eine Zeltburg gebaut, um darin Rollenspiel zu machen. Also wirklich, wir waren sehr grüne Jugendliche noch. Aber das war einfach, das ist so ein, und seitdem ist das Schwarze Auge mir einfach ans Herz gewachsen. Und jetzt auf einmal lerne ich den Chefredakteur kennen. Und das war so ein, da hat sich ein Kreis für mich geschlossen. Und jetzt, Sebastian, das wusste ich nicht, dass du dieses Solo-Abenteuer über das Iman-Spiel gemacht hast. Weil ich dachte mir damals, als ich das gesehen habe, wie verrückt kann einer sein, dass er darüber ein Solo-Abenteuer macht? Und ich dachte, wow, großartige Idee, wirklich großartige Idee. Und jetzt sitzen wir zusammen und haben Wundervolles geleistet sozusagen. Unglaublich, unfassbar. Also was für Kreise sich hier schließen. Oder wenn ich jetzt mal so ich muss jetzt einfach mal ein paar Sachen hier loswerden. Thorsten, ich habe gerade die Sturmfelsakademie Band 2 fertig und ich will wissen, wie der dritte Teil weitergeht. Schreib schneller. Das ist so gut. Also das ist, ja, also kann ich nur empfehlen, Sturmfelsakademie, lest es. Also ist wirklich, wirklich großartig. Ja, so. Jetzt muss ich wieder hier von meinem Fangehen auch weg, weil das habe ich nämlich auch, das geht mir genauso. Dein Spiel, deine Abenteuer, deine Bücher, also von euch, die ihr hier sitzt, das sind auch Dinge, die mich bewegen und berühren und die mich hier begleiten, andauernd. Und das ist traumhaft, also wirklich traumhaft. Ja, und bei Thorsten, da würde ich sagen, überlassen wir Bernhard noch die Geschichte, wie es dazu kam, dass Thorsten sich hier dazu gesellt hat. Oder? Das kann Bernhard nachher erzählen, denn du bist gemutet. Okay, ich versuche deine Lippen, dich von den Lippen zu lesen und dann machen wir weiter. Also. Falk und ich, wir sind in Kontakt geblieben, haben ein bisschen über Rollenspiel gequatscht und der Jean hat sich da auch noch mit eingemischt und dann haben die mich mal zu ihrem Podcast eingeladen, sozusagen als ja, Nachfolge der Rollenspielsendung und da haben wir dann natürlich speziell über das Schwarze Auge gesprochen. War eine sehr spaßige Sache. Da haben wir auch den Mr. Podcast von Saltatio Mortis. Jean, herzlich willkommen! Hi, grüß dich. Moin, moin. Ich sag's euch, Microsoft Teams, sowas hätte es in Aventurien nicht gegeben, dass das so schlecht funktioniert wie auf meinem Rechner hier zu Hause. Schön, euch alle zu sehen. Ja, Super. schön, dass du es geschafft hast, dich hier einzuklinken. Ich erzähle gerade über Met und Moshpit und wie ich bei euch zu Gast war im Podcast. Eine der sehr wirklich beliebten Sendungen.
Wir haben ja schon einige Sendungen auf dem Buckel, aber die ist wirklich nach wie vor super beliebt, gerade weil wir so nerdmäßig abgebogen sind zwischendurch. Und du hast auch gerade, ich habe es so ein bisschen im Anklang gehört, du hast ja gerade diese tolle Geschichte erzählt, wo wir uns da, oder angedeutet, wo wir uns da in Stuttgart gesehen haben und du ganz erstaunt warst, weil du mich gefragt hast, ja, weißt du denn überhaupt, wer ich bin? Und ich sagte, ja, ich weiß, wer du bist. Weil, und jetzt kommt es nämlich, ohne dass ich dich jetzt großartig unterbrechen wollte, Nico, aber ich hatte tatsächlich nicht lange davor nämlich eine Folge vorbereitet, also ein bisschen angefangen zu recherchieren, über DSA und diesen ganzen Rollenspielkosmos. Und dann habe ich eben so ein paar Quellen mir angeguckt und dann poppte irgendwann eben alles Mögliche auf. Und da war auch ein Bild von dir, hier Chefredakteur und so. Deswegen, nur das war einfach nur Zufall und plötzlich stehst du vor in der Hotellobby vor uns. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und dann hat das Projekt ja eigentlich bei euch Fahrt aufgenommen, ne? Dass ihr euch überlegt habt, was wollt ihr eigentlich 24 mit eurer Tour anstellen und was für Ideen könnt ihr da umsetzen? Zumindest habt ihr das mir so erzählt, dass ihr das in einen größeren Kontext setzen wolltet und dann seid ihr irgendwie auf die Idee gekommen, nochmal bei uns anzuklopfen. Naja, es war klar, wir wollen 2024, also dieses Jahr, eine Burgentour machen. Aber eine Burgentour, einfach nur von einer Burg zur nächsten tingeln, war uns irgendwie zu lame. Und dann haben wir gedacht, zum Wohl der Herr. Sehr gut. Nicht, das sieht man nicht. Da ist so ein Gesicht drauf. Das hat richtig gute Laune, das Gesicht. Ich habe hier noch einen Becher von der Taugenichtstour aus Wiesbaden. Naja, auf jeden Fall dachten wir, wir hätten gern so eine Geschichte drumherum. Was bietet sich denn da besser an, als ein Rollenspielsystem zu nehmen, das mir ans Herz gewachsen ist, wo ich mich auskenne wie in meiner Westentasche sozusagen. Und kam irgendwie, war das so im Raum, Mensch, schwarze Auge, das können wir doch machen. Gibt es da irgendwas? Dann fragen wir doch mal den Fachmann. Und dann sind wir bei dir auf der Matte gestanden und haben gefragt, Nico, wir brauchen irgendwas mit mehreren Burgen oder Türmen, die so nacheinander geschaltet sind, wo irgendwas in so einer, also wo man so eine Art Tour draus machen könnte, wenn man in Aventurien unterwegs wäre. Jetzt möchte ich natürlich nicht zu viel verraten, was da jetzt alles in unserem Album passiert. Aber können wir natürlich auch noch drüber sprechen. Aber das war so die Kernidee. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir aber auch Songs, die in den DSA-Kosmos passen. In unserem Style, aber in den Kosmos passen. Vielleicht müssen wir da einen vorher noch einhaken. Denn ursprünglich hatten wir die Idee, lass mal so ein, zwei Songs machen. Genau. Lass mal so ein, zwei Songs machen, weil es ist immer auch für uns schön klar, wir können auch 2 Stunden Show spielen mit Altmaterial. Das freut dann immer die alten Fans. Ich bin ja selber riesen Fan von irgendwelchen Bands und finde es immer schrecklich, wenn die sagen, ja, wir haben ein neues Album. Dann denke ich mir, oh nein, spielt doch bitte die alten Hits und hört auf mit dem neuen Kram. Aber für eine Band, jeder, der kreativ ist, es geht Thorsten, dir als Autor bestimmt auch so und Nico, euch als Schreiber von Abenteuern auch. Man hat ja Bock aufs Kreativsein. Man will ja neue Dinge raushauen und so. Ne? Und das hilft natürlich auch dabei, eine gewisse Motivation wieder hinzukriegen, dass man sagt, ja klar, machen wir hier ein richtiges Konzept raus und spielen eine Burgentour. Aber die Idee war, lass uns 1 oder 2 Songs, maximal eine EP. Ne? Also für alle, die in unserem Alter sind, wir wissen noch, was eine EP ist. eine Handvoll Songs, maximal. Und ja. Ja, aber irgendwie im Gespräch dann mit allen Beteiligten und eben Nico, mit dir, der uns da brainstorming, wenn man bei dir so, das ist ja auch, wenn man dich ansticht, ne, dann da sprudelt es ja plötzlich auch kreativ raus. Das ist der Wahnsinn, du hast da die richtigen Mitstreiter dann auch gefunden. In Falk auf jeden Fall und in uns sowieso. Aber das hat bei uns plötzlich so eine Kreativität getriggert, diese ganze Verknüpfung, weil Falk ist alter Rollenspieler,
Ich habe damals, da habe ich noch in meiner Jugend Handball gespielt. Da gab es ein, zwei Kollegen, die haben irgendwann gesagt, komm mal vorbei, wir machen da so ein Spiel. Ich so, ah, weiß nicht, ist nicht so meins. Und dann hatten die mich total gefangen, sofort. Ja. Und plötzlich, Kreativität, zack, ist ein Album fertig. Passt so. Ja. Passt so. Also am Anfang kam da zuerst eine E-Mail vom Management der Band bei mir ins Postfach und hat so gefragt, ja, können wir mal irgendwie sprechen? So, wir haben da so eine Idee. Und da ging es halt wirklich noch um eine EP, so maximal 4 Songs sollten das zuerst werden. Und dann haben wir halt angefangen, darüber zu sprechen. Ein paar von euch waren dann ja hier bei uns. Falk war leider krank an dem Tag und hat die Tour durch unser Headquarter und durch die Lagerhallen verpasst. Musste sich von den anderen dann erzählen lassen, was er hier alles verpasst hat. War furchtbar traurig darüber. Aber als wir dann so langsam einen Weg gefunden haben, den wir einschlagen wollen, also da war dann auch schon klar, dass Bernhard da auch mit im Boot sitzt. Das Management hatte ihn nämlich separat von mir auch schon kontaktiert und mir dann erzählt, ah, wir sind auch mit Bernhard im Gespräch. Und dann haben wir uns bei Thorsten mal zu Hause getroffen für so einen Tag voller Kreativität. Wir saßen um Thorstens großen, geräumigen Esstisch drumherum und haben uns dann mit Ideen gegenseitig zugekleistert. Rollenspielertisch. Ja, Rollenspielertisch. Okay. Ich habe den extra in den Maßen zurechtschneidern lassen, damit da genug Leute dran passen. Plus Snacks, plus Meisterschirm. Es ist ja immer ein Rollenspieltisch, es ist immer zu wenig Platz, egal wie groß er ist. Aber ich stellte dann fest, es reicht für einen Chefredakteur, ein paar Autoren und jede Menge Bandmitglieder. Ja, ja. Wahnsinn. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender, wenn auch anstrengender Tag, sehr arbeitsreich. Zuerst haben wir natürlich überlegt, was könnte man dann da so machen in Aventurien und wo könnte man das ansiedeln. Falk hat das ja eben schon rausgehauen, dass die Idee von der Burgentour, also der irdischen Burgentour ist, dass die Band von einer Burg zur nächsten zieht und da eben ihre Konzerte für 2024 spielt. Die Burgentour ist ja auch schon eine ganze Weile angekündigt und heißt ja auch Finsterwacht. Mich hat es fast ein bisschen gewundert, dass das niemandem aufgefallen ist, dass das ja auch in Aventurien gibt. Oh, tatsächlich, doch. Es gab ganz wenige, ja, wirklich, also vereinzelt gab es drunter so Kommentare, die dann schrieben, bei mir triggert dieser Begriff irgendwas. Es könnte sein und so, aber ganz wenige, wirklich. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns dann halt zusammengesetzt und überlegt, wo könnte man das in Aventurien ansiedeln und so von Burg zu Burg zu ziehen. Und da kamen wir dann relativ schnell darauf, dass wir das gut im Herzogtum Weiden ansiedeln könnten, weil das auch vom Style her ganz gut passt. Also so echtes Mittelalter, nicht so modern wie das Horasreich oder auch schon Garetien ist ja deutlich moderner als Weiden. Und halt auch nicht thulamidisch oder alanfanisch, sondern echt klassisches Mittelalter bzw. klassische Fantasy, wo es auch ein paar Zwerge und Elfen gibt. Und da hat sich natürlich diese Wachturmkette angeboten. Und da kamen wir schnell auf die Idee, ja, man könnte da so eine Gruppe von Schaustellern so vor dem hereinbrechenden Winter von Burg zu Burg ziehen lassen, um nochmal so die Moral der Wachtritter zu stärken. Und so können wir dann eben die irdische Burgentour auch in Aventurien abbilden, wenn eben die Schausteller von Wachturm zu Wachturm, es sind ja auch einige kleine Burgen mit dabei, ziehen, um da eben die Moral zu erhöhen, indem sie die Wachtritter mit ihrem Spiel zu unterhalten. Und Saltatio Mortis hat ja auch eine aventurische Geschichte. Ihr kamt ja schon mal in einem Abenteuer vor. Ich habe das beim letzten Redax Insight schon mal angeteasert und so ein bisschen rätselhaft, nebulös verklausuliert rausgehauen. Das Jahr 2003 ist das, glaube ich, erschienen in der Anthologie Kreise der Verdammnis. Anton Weste euch schon in Aventurien verewigt hatte, wo die Helden auch in Begleitung der Spielmannstruppe Totentanz nach Yolgomak einreist. Ja, und als der Begriff Finsterwacht das erste Mal fiel, da war eigentlich so gleich so Klick,
Da wussten alle, das ist es jetzt. Das war der Titel. Ein super Moment. Also ja. Bei Thorsten am Tisch zu sitzen und dem armen Thorsten den gesamten Kaffee wegzutrinken, den er noch zu Hause hatte. Und ich weiß gar nicht, Thorsten, wie lange haben wir denn da gehockt? Das war ja ewig. Ewig. Ja, man muss dazu sagen, wir haben irgendwie um 10 angefangen und um 8 waren bei Bernhard und mir dann irgendwo auch die Batterie leer und Nico sagt dann noch so, und jetzt machen wir noch für Solo-Abenteuer. Du, 8 Stunden? Also wir haben jetzt den ganzen Roman durchgeplottet. Jetzt mal 8 Stunden Abend. Arbeitstag ist für uns Musiker ein Halbtagsjob. Bei DSA-Redakteuren ist das ähnlich, natürlich. Ja, ich glaube auch. Aber du hast gerade was Tolles gesagt, Nico. Und zwar dieser eine Moment, als dieser Begriff Finsterwacht fiel. Und bei uns allen, das sind manchmal diese Schlüsselmomente, wo alle plötzlich so, oh, hier haben wir was. Das ist spannend. So. Und aus dem Wort, was interessant klingt, natürlich bei den Fachleuten wird das was triggern. Aber selbst bei jemandem, der sich nicht so sehr gut auskennt in dem ganzen Kosmos, der hört das Wort und das ist trotzdem ein ganz, ganz spannendes Wort. Genau. Und das habe ich jetzt auch erlebt, also gerade in den Rückmeldungen. Wir gingen heute mit der Ankündigung raus. Den Namen für die Burgentour haben wir schon länger gefeatured und da haben schon ganz viele Leute drunter geschrieben, Finsterwach, das klingt ja spannend. Mal gucken, was das wird. Ja, auch wenn sie nicht den Bezug, wie du es gerade sagtest, gefunden haben. Aber das war ein toller Moment, als wir da zusammen saßen. Ja, zweifelsohne. Und haben wir eigentlich an die Regie vielleicht mal. Vielleicht können wir die Links, wir haben sie schon gepostet, alles klar. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt das neue Saltatio Mortis Album Finsterwacht zur Vorbestellung seit heute überall im Internet vorzubestellen. Natürlich vor allem bei uns im F-Shop und auf dem Bandshop von Saltatio Mortis. Dort könnt ihr die ganze Box ordern. Und die enthält nicht nur den Longplayer mit 11 brandneuen Songs. Die erste Single ist übrigens gleichnamig mit dem Album. Sondern auch ein Roman von Bernhard und Thorsten mit dem Titel Die Feuer der Finsterwacht. Und einem Abenteuerband mit einem Soloabenteuer von Falk, Sebastian und mir mit dem Titel Der letzte Sieg der Schwänen. Inklusive auch noch Schnellstartregeln und einem kleinen Gruppenabenteuer. Außerdem sind natürlich noch Autogrammkarten mit drin, eine von jedem Bandmitglied und ein Würfelset in grün und schwarz, passend zur Finsterwacht, ist auch noch mit dabei. Mega. Also einfach, das ist ein so geiles Ding, so viel Kreativität in einer Box ist einfach großartig. Das Album und wir können unser Album damit präsentieren, das ist einfach der Oberhammer. Wollen wir mal Dankeschön. Ein bisschen über die Verknüpfung sprechen zwischen der Musik und dem Roman und dem Abenteuer? Ja, können wir machen. Wir müssen nur ganz vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel verraten. Ja. Klar, aber die Tracktitel sind ja auch schon einsehbar. Die sind offen. Über die können wir sprechen. Dann kann ich einfach mal kurz da anschließen, wo Jean vorhin drüber sprach, dieses Inspirieren durch die anderen Quellen, als ich das erste Mal im Studio war und dann den Song Finsterwach hörte. Ich glaube, da gibt es sogar Filmmaterial darüber, wie ich da auf der Couch sitze und verzückt und grenzdebil vor mich hingrinse, weil dieser Song das erste Mal auf mich einstürmt und ich hinterher noch zu Bernhard sage, ich habe gerade eine tolle Idee für unser nächstes Kapitel. Also das ist mir dann bei den Songs ein paar Mal passiert, dass ich dann gedacht habe, oh, jetzt da, in der Szene kann ich jetzt das und das noch verbauen und da kann ich das noch. Und der Zwergensong hat dann jetzt auch ins Buch geschafft, weil das einfach zu genial war, zumindest mit einer Strophe. Aber den Schwarzen Strand haben wir mit drin. Was, es gibt einen Zwergensong? Ja, es gibt auch Zwergen-Content auf dem Album. Wo wir bei Zwergen-Content sind, was ich einmal kurz hervorheben möchte, ist dieses wunderbare Cover-Artwork, was ihr hier in der Mitte eingeblendet seht. Das ist nämlich das Cover-Artwork, was sowohl die Box ziert, also die Sammelbox, damit ihr wisst, worum es dabei geht. Ich habe hier mal eine von unseren Regional-Sammelboxen mitgebracht. Die Saltatio Mortis Box wird in diesem Design erscheinen, natürlich eben nicht mit dem Torwaldstempel, sondern mit dem anderen. Und die hat so einen coolen Magnetverschluss,
der von alleine quasi zugeht und dann, also keine Stülpbox oder so. Und dieser Stempel, also wer es noch nicht entdeckt hat, ich muss es einfach sagen, das ist ja das DSA-Logo mit dem Saltatium Mortis Schriftzug, da wo eigentlich das schwarze Auge steht. Und diese 5 Symbole, die ihr da angeordnet seht, die stehen als Platzhalter für die Singles, die ausgekoppelt werden. Das können wir, glaube ich, sagen, so, oder? Mhm. Ja. Da kann man also eventuell auch schon was zuordnen. Und wenn ihr jetzt hört, es gibt einen Zwergensong, könnt ihr mal raten, welches der Symbole was damit zu tun haben könnte. Mega, mega, mega. Ja, so, das ist richtig gut. Ja, das ist richtig klasse. Das Albumcover ist dann nämlich auch genau das. Und wir haben uns natürlich für die anderen Produkte entschieden, einem ganz ähnlichen Designkonzept zu folgen. Eben mit diesen Goldstempeln, weil das einfach echt cool und edel aussieht. Ja, Nico, als du uns diese Entwürfe zunächst jetzt mal noch ohne den Schriftzug und sowas gezeigt hattest, einfach nur die Art und Weise, was alles möglich ist. Und gab es ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Du hast da alles Mögliche schon parat gehabt. Man könnte sowas machen und sowas. Und dann kamst du mit diesen Prägungen um die Ecke. Und dieser Box und der Art und Weise, wie das. Und dann war auch wieder so ein Aha-Moment. So dieses Wow, das, lass uns das machen. Also richtig super. Das sieht ultra hochwertig aus. Ich meine, ich habe die Sachen ja gesehen, die du im Original da hast, von anderen Dingen in der Art und Weise. Und super hochwertig, super edel vor allem. Ja. Ja. Wollen wir eine kleine Reise in die Finsterwacht machen und über die Verknüpfung ein bisschen quatschen? Also das Album heißt Finsterwacht. Und ich glaube, die erste Single trägt den Namen auch. Das kann man ja auf der Trackliste auch schon sehen. Also der Titeltrack. Wollt ihr was zu der Länge sagen? Nö, das lassen wir mal noch außen vor. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ich sag mal so, die Finsterwacht als Thema ist ja episch. Und wir haben versucht, mit dem Track auch dieser epischen Struktur der Finsterwacht ein bisschen Rechnung zu tragen. So viel darf gesagt sein. Und wir haben uns, wie soll ich sagen, wie könnte man das beschreiben, Falk? Das war der erste Song, den wir uns vorgenommen haben im Studio. Und ja. Das hat sich wie von allein geschrieben. Das war jetzt ohne Scheiß. Ich will mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Als Musiker hat man ja immer diese Situation, dass man sagt, naja gut, man hat jetzt mit der Band gefühlt 1 Million Songs geschrieben, was mache ich denn als nächstes? Ähnlich wie bei einem Autor ja auch, der jetzt entweder eine Geschichte für einen Roman schreibt oder ein Abenteuer schreibt für das schwarze Auge. Und was machen wir denn jetzt? So, und in dem Falle war das aber überhaupt gar kein Problem, denn wir hatten uns irgendwie gefühlt so freigeschwommen von allem. Wir wussten, wir müssten keine Pop-Single schreiben. Wir haben in der Vergangenheit genug auch gezeigt, dass wir das können. Genug Experimente gemacht. Genug Experimente gemacht. Ja. Und plötzlich war das so, worauf hätten wir denn Bock? Wie soll der Song denn klingen, wenn das Thema so da drauf steht? Und das hat sich wie von allein geschrieben. Und richtig, richtig gut. Also so, dass man hinterher rausgeht und denkt, meine Güte, warum kann es nicht immer so sein? Ja. Aber super. Also, die Finsterwacht. Es wird episch, es wird großartig und wir haben da auch einen musikalischen Gast mit drauf. Eigentlich sogar sehr, sehr viele musikalische Gäste, weil wir mit einem fetten Orchester gearbeitet haben bei einigen Nummern für die Platte. Und auch bei der Nummer ist das Prager Orchester, the City of Prague Orchestra. Oder wenn man so einfach sagen will, das Prager Sinfonieorchester ist da mit drauf. Großartig. Da waren wir gerade jetzt vor, wie lange ist es her, Falk? Wann war ich dort? 3 Wochen. 3 Wochen, ja. Ja. Also muss man auch mal erlebt haben, in so einem Raum zu stehen. Und für mich war es wie ein Nachhausekommen, weil ich komme ja aus der Klassik, ich habe ja Klassik studiert. Und da wieder mit drin zu stehen in dieser Klanggewalt. Ja, und die spielen auf einmal, ein ganzes Orchester spielt deine Noten. Das ist richtig skurril, ne? Aber das geil. Ist episch, ja. Ja, und die spielen das vor allem beim ersten Mal schon viel besser, als wir es jeweils könnten. Ich erinnere mich, du hast mir das neulich schon mal erzählt, Jean, dass da der Dirigent einfach angefangen hat, seine Hände zu bewegen und da saß einfach bei jedem der Musiker
jeder Ton direkt auf Anhieb und du dachtest so, ja, kann man jetzt so aufnehmen und fertig, können wir gehen. Und, ja, und der Dirigent meinte dann ja irgendwie... Ja. Mit jeder Runde wurde es noch mal besser und dann hat dann der Dirigent ein bisschen Eingaben gemacht und dann haben wir noch so einen musikalischen Supervisor und noch eine Übersetzerin, die alles auf Tschechisch übersetzt, was man an Rückmeldungen hat und so. Das ist Wahnsinn. Also die haben da abgeliefert ohne Ende. Also allein das ist schon, das wäre es schon wert. Und aber uns gibt es auch. Wir haben da einen richtig fetten Song abgeliefert und an den Stellen, wo das Orchester kommt, ist das nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich glaube, was man sagen kann, was dieses Album ausmachen wird, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, ist Atmosphäre. Große Atmosphäre, passend zu dem großartigen Thema. Da ist, das ist eine, auch eine Reise irgendwie. Also wenn ich mir die, ihr habt ja die Songs auch, Thorsten, du hast uns besucht, Nico, du warst auch, bist vorbeigekommen, hast die Sachen gehört. Das ist wie eine Reise von einem Ding zum nächsten, von einem Turm der Finsterwacht zur nächsten. Es ist eine Heldenreise, eine klassische Heldenreise, würde ich sagen. Ja. Ja, das war auch für mich mal ein Abenteuer, also in Real Life, als ich die Band im Musikstudio bei den Aufnahmen mal besucht habe. Da hatten wir dann auch noch ein Meeting, wo wir halt natürlich über das ganze Projekt gesprochen haben. Plötzlich waren dann gefühlt 30 Leute, die alle was mit dazu zu sagen hatten. Ja, Jean hat da Philipp und mir auch eine kurze Tour gegeben. Das war schon sehr cool, auf jeden Fall. Aber es sollte nicht das einzige Abenteuer bleiben bei diesem Projekt. Aber ich weiß nicht, ob wir da heute schon mehr zu sagen wollen oder vielleicht erst im März. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Wir können ja zumindest ein bisschen was anteasern. So, und also eigentlich müssten wir, wenn wir vom Album kommen und über die Reise von Turm zu Turm sprechen, als nächstes eigentlich zum Roman kommen, würde ich sagen. Aber da würde ich gerne auf Bernhard warten. Bis das ist kein Problem. Unten hat es gerade geklingelt. Meine Frau macht ihm auf. Hervorragend. Perfektes Timing. Ja, hat sich durch den Stau gekämpft. Gut, dann ja. Aber der Sebastian muss ja vielleicht weg. Wir können ja dann nochmal. Dann überspringen wir ganz kurz den Roman und reden noch über das Solo-Abenteuer. Genau. Also zum Anfang der Projektplanung hatte ich noch gedacht, vielleicht können wir es uns ja einfach machen. Perfekt, super. Und wir machen Verknüpfung mit der. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist. Hi, hallo. Oh, er hat Schwerter dabei. Hallo. Und machen vielleicht was mit der Drachenritterbox, die ja auch in der Heldentrutz angesiedelt ist, also der westlichsten der vier Weidener Grafschaften, wo eben auch die Finsterwachttürme stehen. Und dann kamen wir aber drauf, ja, so Gruppenabenteuer für jemanden, der sich so ein Album kauft, ist eigentlich ein Soloabenteuer die bessere Richtung, um sie einzuschlagen, denn das Album will ja jeder haben. Dann braucht auch jeder für sich was zum Spielen, aber wir gehen zumindest davon aus, dass wir viele Leute mit dieser Box erreichen, die gar keine Rollenspielerfahrung haben. Für die ist aber so ein Choose-Your-Own-Adventure-Solo-Abenteuer vielleicht ein einfacherer Einstieg. Und wenn es dazu denn noch einen Schnellstarter gibt mit einem Schnellstart-Abenteuer, dann ist das die bessere Alternative, als ein klassisches Starterbox-Teil umzusetzen. Nur der Vollständigkeit halber, die Schnellstartregeln sind dieselben wie im DSA 5 Schnellstarter. Das Szenario ist aber ein ganz anderes. Das passt natürlich ins Setting der Box. So, und als wir dann beim Thema Solo-Abenteuer waren, da habe ich auch direkt so einen Namen in den Topf geworfen, der, wenn man über DSA und Solo-Abenteuer spricht, einfach nicht unerwähnt bleiben darf. Und das ist Sebastian Thurau. Der ist, ja, ich sag mal, ich habe ihn schon früher, also vor einer ganzen Weile mal angekündigt. Ich habe da noch ein Projekt für dich, bei dem ich dich noch mit reinzerren will. Ich erzähle dir aber nur mal ganz grobe Eckdaten. Und später, wenn wir die Zeit dazu haben, dann kümmern wir uns drum und stürzen uns da richtig rein. Und das haben wir dann eben jetzt zum Jahreswechsel erst wirklich geschafft. Sebastian, wie war das für dich, plötzlich in das Projekt hineinzuschlittern? Super spannend und total cool. Man muss dazu sagen, dieses erst zum Jahreswechsel geschafft, du hattest ja zwei Projekte angekündigt und das andere war ja davor. Also ich habe mich nicht unbeschäftigt gefühlt, aber
Das war jetzt eine super spannende Erfahrung, zumal der Ansatz ja für mich auch ein bisschen anders war. Also jedes Projekt hat ja so seine ganz eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Startpunkt. Und man denkt vielleicht von außen immer, dass es besonders leicht ist, wenn alle Optionen vor einem liegen und man einfach machen kann, was man möchte und quasi so einen schreiberischen Freifahrtschein hat. Aber manchmal ist es für die Kreativität auch durchaus inspirierend, wenn man irgendeinen Ankerpunkt hat, an dem man mal starten kann. Und den gab es hier, ja. Und ja, also mit Falk und mit dir, die Planungsmeetings, das war ein großer Spaß. Einfach von den Ideen, die schon da waren, ausgehend dann in verschiedene Richtungen so eine kleine plottechnische Erkundungsreise erstmal zu starten und dann auch zu sehen, wie das Plotteisen geschmiedet wird und jeder immer neue Ideen dazu geworfen hat und wir das dann so Stück für Stück immer weiter gedreht haben, bis dann am Ende irgendwie was immer noch Besseres erschienen ist, jedes Mal, wenn wir überlegt haben und jemand nochmal was reingeworfen hat. Ja, wir müssen auch nicht verschweigen, dass diese Planungsmeetings ja in der Regel sehr spät abends bis sehr spät abends dauern und dann in so Teams-Calls oder Zoom-Calls enden, die länger dauern, als so ein Arbeitstag normalerweise hat. Aber das ist immer auch ein Spaß natürlich, ja. Und wir reden gleich noch über den Roman, aber was wir uns für das ganze Projekt ja überlegt haben, ist, dass wir eine Reihe von Figuren erschaffen, die irgendwie damit drin hängen. Also vor allem im Roman und in dem Solo-Abenteuer. Und in der Produktankündigung kann man ja auch schon sehen, dass eine der Figuren, die man im Solo-Abenteuer spielen kann, niemand anderes als Alea von der Band ist, der als halb Torwaler, halb Alan Fahler Barde durch die Lande zieht und so ein bisschen so Glücksrittermäßig unterwegs ist. Und dann gibt es noch eine Weidner Ritterin, die man auch spielen kann. Und es gibt noch weitere Charaktere, die im Schnellstarter sozusagen zu spielen sind. Und bei den beiden handelt es sich dann um die Protagonisten von, jetzt muss ich kurz überlegen, den beiden Herren. Richtige Richtung. Das sind nämlich die Protagonisten des Romans. Und wenn man so eine gemeinsame Geschichte erzählt, dann muss man natürlich gucken, dass jede Geschichte für sich eigentlich auch abgeschlossen ist. Also für euch alle, die das schon irgendwo bei Discord oder Facebook oder Instagram und so gefragt haben, muss man das in irgendeiner bestimmten Reihenfolge lesen oder ist das alles für sich und so weiter? Da können wir euch sagen, ihr könnt tatsächlich den Roman lesen und den Rest beiseite legen und ihr werdet ein sehr befriedigendes, fantastisches Literaturerlebnis haben. Wenn Lesen nicht so euer Ding ist und ihr lieber nur spielen wollt, dann könnt ihr euch aber auch einfach nur hinsetzen und von eurer Spielleiterin das Schnellstart-Gruppenabenteuer geleitet bekommen und es wird einen sinnvollen Anfang und ein sinnvolles Ende haben, ohne dass ihr irgendwas von dem Rest wisst. Und wenn ihr sagt, ich habe gar keine Spielrunde, aber ich wollte schon immer dieses Choose-Your-Own-Adventure-Solo-Abenteuer-Ding ausprobieren, dann könnt ihr auch einfach nur das Solo-Abenteuer spielen und den Roman müsst ihr vorher nicht gelesen haben, ihr müsst auch das Gruppenabenteuer danach nicht lesen. Es hängt aber alles miteinander zusammen und es spielt nicht zeitgleich oder doch, ich würde sagen, ein Teil des Romans überschneidet sich zeitlich mit dem Solo-Abenteuer in der Heldentrutz, Finsterwacht und aber auch der Grafschaft Bärwalde. Aber das sind Details. Also die sind alle auch unabhängig voneinander. Was nicht unabhängig ist, ist natürlich die Musik. Die Musik könnt ihr zu allen drei Sachen dazuhören. ja. Danke. zurück zum Solo-Abenteuer. Sebastian, Falk, Sebastian muss demnächst los. Lass uns noch ein paar Sachen überlegen, wozu wir was sagen können. Also wir haben zwei Spielfiguren, die ihr auswählen könnt. Natürlich haben wir vorgefertigte Helden beigelegt, denn das Produkt ist nicht in erster Linie für Rollenspieler gedacht, sondern auch für Rollenspieler, aber in erster Linie für Musikfans oder Leute, die halt mal so bei so einem medienübergreifenden Teil einfach mal zugreifen wollen und gucken, was das ist. Die müssen nicht irgendwie schon wissen, wie das schwarze Auge funktioniert. Man kann das völlig ohne Regelwerk und völlig ohne Almanach und so weiter spielen. Aber würde ich kurz einhaken, dass es eben auch für absolute DSA-Nerds mega spannend ist, das Solo-Abenteuer zu spielen, weil sehr
viel Hintergrund offenbart wird. Und das in einer Tiefe, die, wo ich staunend davor stehe und denke so, wow, alles klar, wow, das ist doch ganz schön groß geworden, was da passiert. Aber es ist eben für völlige Anfänger, aber auch wenn du DSA kennst, wirst du so viel Freude daran haben, das zu entdecken mit den Figuren, die da kommen, dass es einfach, also dass es für beide, also dass es eben nicht nur für Anfänger ist. Ja, ich glaube, wir können ruhig sagen, dass der Epic oder der Fantastic-Level, der ist schon relativ hoch. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und wir bedienen uns auf jeden Fall der DSA-Mythologie mit vollen Händen, so können wir, glaube ich, sagen. Ja. Das war ja auch eine der Sachen, wo wir bei den Planungsmeetings erstmal ein bisschen Piano angefangen haben und dann Freude entwickelt haben, das so ein bisschen weiter zu drehen und dann vielleicht hier noch ein bisschen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir alle sehr, sehr glücklich sind. Also ja, das wird... Ja, also wir haben was Märchenhaftes, wir haben auf jeden Fall was viel Übernatürliches. Elfen gibt's auch. Bedrohung übernatürlicher Art, großartige Reisen über Wegstrecken, die man sich kaum vorstellen kann. Ja. Womöglich hat es auch mit einer Schwänin zu tun. Ja, so vielleicht. Entfernt vielleicht. Vielleicht kommt auch ein Schwan vor. Vielleicht, wenn man den Titel liest, könnte ich mir nicht vorstellen, wie das stattfinden kann. Ja. Also wenn ich so drüber nachdenke, was unser lieber Falk die letzten Jahre so an Kuriositäten und Exzentrik im Bandkosmos geboten hat, passt die ausufernde Fantastik definitiv sehr, sehr gut. Und es wundert mich nicht, dass es so geworden ist. Hallo, wir haben hier, das muss man ja auch mal sagen, wir haben hier so fantastische Roman- und Buchautoren am Start. Da muss man ja natürlich gucken, dass das Abenteuer so ein bisschen dem gerecht wird auch. Ich verstehe schon, ja. Das war dir richtig unangenehm. Ich muss gerade mal eine Frage aus dem Chat eben in unsere illustre Runde hier reinwerfen. Sissi von Bayern fragt nämlich, ob das DSA, ob das sowas ist wie D&D, da sie dabei nicht so ganz durchblickt, und sie fragt auch, wie lange man braucht, um sowas zu verstehen. Und da können wir einfach sagen, also vom Spiel, von der Spielart her, ist es dasselbe wie D&D oder Dungeons & Dragons. Es ist ein Pen-and-Paper-Fantasy-Rollenspiel. Normalerweise hat jeder Spieler und jede Spielerin eine fiktive Spielfigur und man sitzt zusammen am Tisch, erzählt eine interaktive Geschichte. In der Regel gibt es eine Person, die den roten Faden in den Händen hält und erklärt, was in der Welt so passiert und die Story vorantreibt, und die anderen spielen alle nur ihre eigene Spielfigur. Wenn irgendwie etwas nicht sicher ist, zum Beispiel in einer Auseinandersetzung oder wenn man versucht, irgendwelche Zauber zu wirken, dann kommen oft noch Würfel ins Spiel, um so ein gewisses Zufallselement mit einzubringen. Und dabei erlebt man fantastische Geschichten. Denkt dabei an den Herrn der Ringe. Das ist wohl das gängigste Beispiel, was es so gibt. Und zum Erlernen, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Du kannst einfach bei der Finsterwacht-Box zugreifen und einfach loslegen. Du musst gar nichts vorher wissen oder begreifen. Du bekommst alles direkt beim Spielen sozusagen erklärt. Das ist so bei so einem Einstiegssolo ganz typisch. Und an der Stelle würde ich dann sagen, können wir uns langsam vom Solo-Abenteuer Richtung Roman bewegen. Denn ich glaube, Bernhard ist ja jetzt dazugekommen. Nochmal ein herzliches Willkommen bei uns. Und ich sehe schon, wie es euch unter den Nägeln brennt, mehr zu erzählen, was es mit der Tournee von Turm zu Turm der Finsterwacht inneraventurisch auf sich hat. Ja, also vorneweg muss man sagen, dass Bernhard und ich beide hoffen, dass die Burgentour der Band leichter und ereignisloser und positiver verläuft als die Turmtour im Roman. Mehr will ich an der Stelle nicht spoilern, aber
Ich drücke euch die Daumen. Wir werden sehen. Wir können ja wir auch spoilern, sehen. Wer Saltatio Mortis ein bisschen kennt, der wird sie wiederfinden im Buch. Also reichlich jede Menge bis hin zu Essgewohnheiten. Wir haben sie bespitzelt. Wir waren bei ihnen, als sie die neue Platte aufgenommen haben. Wir haben uns angeguckt, wer was so tut. Jede Menge Notizen im Kopf mitgenommen. Sie in Einzelgespräche verwickelt, um Dinge über andere zu erfahren. Genau. Und das sind so Kleinigkeiten, die sich dann einschleichen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es finden beim Lesen. Also wir hatten viel Spaß. Der Herr dort oben in der Ecke wird als Falcone auftauchen und immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber es sind alle dabei. Wir hoffen, dass wir kleine Charakteristika von allen einfangen konnten. Sie kriegen aber auch ihre eigenen Merkmale, weil es sind jetzt keine Kopien der Bandmitglieder, es sind eigene Charaktere. Alle haben uns eine kurze Skizze gegeben zu den Charakteren, wie sie sich so vorstellen, und wir haben versucht, das umzusetzen, und wir hatten Spaß. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine schöne Mischung aus Fiktion und Realität. Wie gesagt, die Figuren sind ein Amalgam aus den real lebenden Personen und den Figuren, die sie uns vorgegeben haben, wie sie sie gerne wieder gespiegelt sehen möchten. Ist eine wilde Mischung. Mhm. Also der Hintergrund ein bisschen ist, die Altgräfin hat die Idee, dass es ziemlich einsam und langweilig ist in den Wachtürmen im Spätherbst und Winter, und um den Dienst der Wachmannschaften etwas aufzupeppern, etwas aufzulockern, schickt sie halt eine Gruppe Spielleute in die Wildnis, um von Turm zu Turm zu ziehen und dort Abendprogramme zu geben, die ganz unterschiedlich ankommen. Also es gibt so ein Lied, das bei den Rittern offiziell nicht beliebt ist. Und da sind wir gleich bei den Liedern. Wir kennen sie natürlich alle. Wir haben einige davon eingebaut, dass die mit einer Strophe mal angespielt sind. Man kann also wirklich die Lieder von der CD im Buch wiederfinden. Wer Lust hat, kann sich auch das volle Lied an der passenden Stelle geben, oder manchmal nennen wir auch nur den Namen des Liedes, der dann kommt, und man kann sie halt hören, und das ist, was den besonderen Charme des Projekts ausmacht, was ich als Autor immer schon mal machen wollte und nie erwartet hatte, dass es dann in dieser Dimension auf mich zurollt. Verschiedene Metiers von Kunst miteinander verweben. Man hat das ja beim Cover schon, dass man als Autor dann mit jemandem, der ein Bild erschafft, zu seiner eigenen Welt zusammenarbeitet. Das hat unglaublich schnell geklappt. Also hier nochmal dickes Lob an Ulysses. Da merkt man einfach, dass sie einen Riesenstab von Künstlern im Rücken haben, mit dem die viele Jahre zusammenarbeiten, die Welt durch und durch kennen, die mutmaßlich, wenn man ihnen das richtige Angebot macht, das gehen wir jetzt nicht, vertiefen wir nicht, auch die Nächte durcharbeiten. Also ich mache seit 30 Jahren, setze ich mich mit entstehenden Covern auseinander. Ich glaube, ich hatte noch nie so schnell eins, das so gut passte wie in diesem Projekt. Dazu sollte man noch sagen, das E-Book und das Hörbuch kriegen ein abweichendes Cover. Das ist also nochmal in einer anderen Optik dargestellt als das Buch im Gesamtpaket in der Box. Und beides ist großartig geworden. Beides ging rasant schnell. Also die Dynamik in diesem Projekt ist einfach umwerfend, faszinierend. Und dann halt hineinzuschauen in die fremden Welten, die Band besucht zu haben, als die Musik entstanden ist. Also mithören, wie es aufgenommen wird, mit denen drüber reden. Alea live zu erleben. Ich kann dann nur einmal jetzt spoilern, richtig ausführen werde ich das später irgendwann mal, aber ich hatte die Ehre, in Aleas Bühnenstiefeln zu sterben. Ich glaube, das ist noch keiner zuvor. Ja, die Stiefel, die ihr seit fast 20 Jahren immer auf der Bühne, also einige von euch werden die kennen. Das war genial. Und von diesen genialen Momenten gab es reichlich. Und sowas hatte ich in meinen 30 Berufsjahren noch nie. Ich habe es genossen, ich gestehe auch. Es war alles etwas so mit heißer Nadel in meinen Zeitplan hineingeschrieben. Ich hatte auch schon lange nicht mehr so viel Stress wie die letzten 10 Wochen. aber es war zwischendurch immer wieder
wirklich großartiger Stress. Es war ein Projekt, wie ich es mir ewige Zeiten gewünscht habe. Viele Künstler arbeiten zusammen an einer großen Sache und ich bin begeistert. Jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit. Das sollte auch mal drei Worte sein. Ja, aber Bernhard, ganz kurz dazwischen. Lass mich mal ganz kurz dazwischen springen. Er macht das seit 30 Jahren. Für mich ist das der zweite Livestream. Also rede. Ich springe mal kurz dazwischen, denn vielleicht, wenn wir gleich noch ein bisschen mehr über den Roman geredet haben, schlagen wir auch nochmal eine Brücke zurück zum Solo-Abenteuer. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Sebastian sich langsam von uns verabschieden muss. Deswegen würde ich sagen, bedanken wir uns einmal ganz herzlich bei Sebastian, dass er die Zeit gefunden hat, uns hier zumindest in der ersten Hälfte unseres Livestreams zu begleiten. Sebastian, herzlichen Dank, dass du es einrichten konntest. Vielen Dank auch für die hervorragende Arbeit, die du wahrscheinlich offensichtlich letzte Nacht noch abgeliefert hast. Als ich heute Morgen in mein Postfach geguckt habe, war das schon das nächste Dokument. Von Ulysses. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir lesen wohl am Wochenende wieder voreinander. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und ich wollte mich nochmal bedanken, bei dem Projekt beteiligt sein zu dürfen, weil, wie Bernhard das gerade ausgeführt hat, es kommen ja wirklich viele fantastische Künstler an einer Stelle zusammen. Und ich finde es grandios, an dem Projekt mitarbeiten zu können. Und es ist nicht nur diese kreative Menge, die da so zusammenkommt, auch menschlich. Ja, es ist einfach ein super sympathischer Haufen und mir macht es unglaublich viel Spaß, in dem Rahmen zu arbeiten. Also ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass alle, die es dann später in der einen oder anderen Form genießen, also lesend oder hörend, die Freude, die wir bei der Erstellung hier haben, dann auch mitnehmen können und übertragen bekommen. Bin aber super optimistisch und wie gesagt, vielen, vielen Dank und allen, die an dem Projekt weiter beteiligt sind, dabei viel Spaß und allen, die später dann die Musik hören und die Texte lesen können, auch denen ganz, ganz viel Spaß von meiner Seite. Auf Wiedersehen. Danke dir. Ciao, mach's gut. Ciao. Danke. Tschüss. So, bevor wir zurück zu Bernhard und Thorsten kommen und Thorsten auch nochmal das Wort überlassen, habe ich inzwischen ein paar Fragen aus dem Chat mir notiert, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte, denn wir sind ja nicht umsonst interaktiv hier an der Stelle. Also, ich habe schon mal gesagt, ich glaube, das war im Redax Insight, dass das Projekt, was wir heute ankündigen, auch in den Collectors Club kommt. Und das ist auch so. Also, wenn ihr im Collectors Club seid, für euch alle da draußen, die jetzt keine Ahnung haben, was das ist, weil ihr über Bernhard und Thorsten hier gelandet seid oder eben über Saltatio Mortis, das ist so eine Art Vorbesteller-Club bei uns, für unsere Kunden bei Ulysses Spiele, die halt das Schwarze Auge, die Schwarze Katze, Hexen und so weiter immer vorbestellen und dann auch vorab PDFs dazu bekommen. Zumindest bei Feedback-Produkten. Bei der Saltatio Mortis-Box, da wird es keine PDFs dazu geben, denn das ist ein Non-Feedback-Produkt. Das wird nur so in der physischen Form ausgeliefert. Der Erscheinungstermin ist der 31. Mai. Und deswegen gibt es vielleicht auch noch eine Verschiebung, was den Collectors Club betrifft. Denn wir haben ja normalerweise immer eine Versandwelle im Monat. Aber hier bei diesem Projekt müssen wir natürlich zur gleichen Zeit ausliefern wie alle anderen Händler, die die Box auch im Programm haben. Also da, wo ihr normalerweise eure Musik kauft oder eure Bücher und so weiter, da könnt ihr die Finsterwacht-Box auch bekommen. Und da ist die Auslieferung natürlich gleich, auch bei uns. Also da schließen wir uns dem offiziellen Release-Termin einfach an. Es kann also sein, dass es für den Collectors Club sich dann noch um einen Monat nach hinten oder nach vorne verschiebt. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt schon genau eingeplant ist. Aber ungefähr im April wird das sein. Ihr könnt sie natürlich jetzt schon ordern. Glaube ich zumindest. Verlasst euch mal dann lieber nicht drauf. Also ich weiß es einfach nicht. Philipp, vielleicht kannst du das rausfinden in der Zwischenzeit. ob man das jetzt schon ordern kann, damit man die Punkte im Collectors Club gut geschrieben bekommt. Aber zurück zu den PDFs. Es gibt keine PDFs dazu und es gibt auch keine MP3s zu der Musik dazu. Wenn ihr die MP3s des Albums haben wollt, dann müsst ihr euch einfach an die Stellen wenden, wo ihr normalerweise eure Musik bei Streamingdienst oder sowas bezieht. Da bekommt ihr das Album natürlich auch separat.
In der physischen Form wird es diese Box nur in dieser Form geben. Das betrifft auch das Abenteuer und es betrifft auch den Roman. Ihr könnt den Roman, das haben viele von euch auch schon bemerkt, natürlich auch bei Amazon als E-Book oder auch als Hörbuch bei Audible dann beziehen, aber eben nicht in der Buchhandlung separat erstehen. Die physische Version des Buches gibt es erstmal nur in der Finsterwacht-Box. Und das Gleiche betrifft das Abenteuer. Dieses Abenteuerbuch wird ein 80 Seiten Hardcover. Das wird es nicht einzeln geben, sondern physisch nur in der Box. Nach dem Release werden wir es euch aber ermöglichen, das PDF einzeln zu kaufen, aber eben nicht in physischer Form. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ich hoffe, das beantwortet erstmal eure Fragen. Hatte ich mir noch was aufgeschrieben? MP3s, PDFs, physisch, Non-Feedback, habe ich alles abgehakt. Gut, das Hörspiel, ich nehme an, damit meinst du das Hörbuch. Aelia 100, das ist ein Hörbuch, also kein inszeniertes Hörspiel, keine Geräusche, keine verteilten Rollen und so weiter, sondern ein vorgelesenes Buch. Das ist nicht in der Box enthalten. Das kannst du dann bei Audible beziehen, separat. So, damit habe ich, glaube ich, die wichtigsten Infos aus den Fragen im Chat rausgehauen. Zurück zu euch, Thorsten und Bernhard. Ja, bevor der Bernhard fragen, warum denn ausgerechnet Saltatio Mortis? Was zum Henker hat der Herr denn mit denen am Hut? Dann kann ich sagen, einen von denen, der ungefähr gleich viel grauer Bart, nur etwas länger hat als ich, den kenne ich schon echt lange. Wir haben uns an einem Ort kennengelernt, an dem ihr auch heute noch oft unterwegs seid, auf den großen Mittelaltermärkten im Land. Ich war 3 Jahre lang als Schwertkämpfer auf diesen Mittelaltermärkten unterwegs und als ich Gunther zum ersten Mal getroffen habe, gehörte er zu meinen Heroen unter den Schwertkämpfern. Absolut, ja, er ist bescheiden, ne? Vergesst das einfach. Er gehörte zu der legendären Schwertkämpfertruppe Vita Antiqua, hervorragend gerüstet, tolles Outfit, also und gut mit dem Schwert. Teufel waren die gut. Also es gibt so eine Legende über die, in der Reenactment-Szene sind die europaweit bekannt gewesen, waren einmal eingeladen zu einer, dem Reenactment einer großen Rosenkriegsschlacht nach England. Und diese Schlacht drohte einen anderen Verlauf zu nehmen, weil die Hügel einfach besser kämpften als ihre historischen Vorbilder und wurden dann irgendwann von den Schiedsrichtern für tot erklärt, weil das sonst alles falsch gelaufen wäre mit dieser Schlacht. Das so als kleines Statement, die waren echt, echt gut. Und dann habe ich am Ende aber mitbekommen, wie Gunther auch zum den Sackpfeifen gegriffen hat und einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und war begeistert, also dass wir beide diesen Künstlerweg gehen und war später auch überrascht, wie viele von damals auf unterschiedliche Arten diesen Weg beschritten haben. Also es sind ja einige bei der Musik gelandet, andere haben einen eigenen Verlag eine Zeit lang laufen gehabt und einfach toll zu sehen, was alles passiert ist und so lose im Blick gehabt haben wir uns ewige Zeiten, aber dann sind wir hier über Ulysses zusammengewürfelt worden, das Beste, was letztes Jahr passiert ist. Das ist tatsächlich unfassbar. Also Bernhard, du hättest nicht best ausdrücken können. Ich bin mega gerührt, dass du dich an diese Geschichten erinnerst, weil mir ging es ja genauso. Das war, wir haben einfach unsere Musik gemacht und das hat sich entwickelt und ich konnte immer parallel sehen, ach guck mal, der Bernhard hat ein Buch geschrieben, Die Elfen. Und ich denke so, wow, okay, schön. Und dann explodiert es bei dir und ich denke so, wow, der hat es sowas von verdient, weil, weißt du, das ist einfach so ein, ja, und du hast völlig recht bei, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, Vita Antiqua, da gibt es jetzt einen, der sehr, sehr erfolgreich historische Schuhe und Gewänder macht. Da gibt es einen, der hier damals, als es noch Feder und Schwert gab, massiv im Rollenspiel auch drin war und jetzt einen Fantastikpreis auslobt. Also das ist wirklich, es ist erstaunlich, wer da alles, was das für eine
also die Leute, die damals auf dem mittelalterlichen Fantasiespektakulum waren, was für eine Kreativität aus diesen Dingen rausgekommen ist. Und jetzt, wenn man das dann weiterdenkt, Nico, du hast ja auch mit Schwertkampf zu tun gehabt. Das heißt, wir sind ja alle so eine, und Thorsten, du hast mit Kampfsport zu tun gehabt, also auch mit einer ganz, ganz wichtigen Mentalität, die da einherspielt. Und ich denke mir so, wow, das ist alles so eine, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie was für eine Kreativität da auf einmal kulminieren konnte und zusammenkommen konnte. Danke. Also danke, Universum, dass das geklappt hat. Ja, tatsächlich fand ich das auch sehr schade, dass wir bisher nie die Gelegenheit hatten, mal die Klingen zu kreuzen, um mal zu gucken, was da so geht. Das müssen wir bei Gelegenheit nochmal nachholen. Ich hatte neulich auch mal wieder... Ich fürchte, Nico hat einen leichten Vorteil, aber... Bernhard hat die Schwerter. Da wir nachher noch ein paar Gespräche zu führen haben hier unter Autoren und das total anders läuft, als ihr euch das draußen vorstellt. Das ist aber Polypropylen, oder? Ja, genau. Ja. Die sind im Gewicht sehr nah den Originalwaffen und sie geben aber nur blaue Flecken und funktionieren aber hervorragend. Also. Bernhard rief vorhin an, als wir uns hier verabredet hatten für den Live-Chat und sagte, ich bringe nachher mal Übungswaffen mit, ich will unbedingt wissen, wer gewinnt. Er kommt aus dem Schaukampf, ich habe japanische Waffenkunde bis zum Meistergrad durchgezogen. Es wird spannend. Genau. Die nachfolgenden Projekte verschieben sich um mehrere Monate, bis die Finger wieder abgeheilt sind. Ich springe noch mal kurz in den Chat rüber. Und hau da noch ein paar Sachen rein, die wir mittlerweile gepostet bekommen haben. Esra Deal schreibt nämlich, ich sehe schon eine Idee für das Musikvideo entstehen, die graumelierten Schwertkämpfer gegen die Orks. Ich sag euch was, alle Ideen sind sehr willkommen für das Musikvideo, denn das ist schon längst abgedreht. Aber das muss ja nichts heißen. Kampfkatze 243 merkt an, die Herren haben alle ein bisschen grau im Bart und bezieht sich damit, glaube ich, auf Bernhards Aussage, als er eigentlich den Falk gemeint hat. Die Regie hat natürlich versucht, da den Ball flach zu halten. Ja, aber dazu kann ich nur eins sagen. Also ich war früher noch eher schmaler, hatte nie so die Statur von Nico, dem man zutraut, dass er den Zweihänder einhändig führt. Dafür fand ich aber alle fiesen Tricks im Schwertkampf. Das hilft auch. Jetzt bin ich noch mehr darauf gespannt, das mal mit dir. Also ich bin aber kein Polypropylen-Freund. Ich mag lieber Stahl mit breiter Schlagkante. Aber eine Frage habe ich noch und ich glaube, die reiche ich am besten an Thorsten weiter. Wir haben nämlich die Frage im Chat bekommen von Tristania Moschpix. Wer liest denn das Hörbuch, Thorsten? Ja, ich hoffe, es sind gute Nachrichten, denn wie alle, die mich kennen, ich habe mich wieder darum bemüht. Es wird wieder Günter Merlau sein, der das Hörbuch einliest, der auch schon die 13. Paladin-Reihe und meine Nebula-Bücher und die Sturmflex-Akademie eingesprochen hat. Mega. Ja, wir möchten da gerne anknüpfen, weil er da so einen unglaublich guten Job macht. Das ist so irre. Günter Merlau ist einer von meinen Lieblingshörbuchsprechern. Das heißt, das noch on top, was kann denn noch alles, also was kann man noch besser machen? Ja? Also, ja, Mist. Also Tristania, ich hoffe, das ist für dich eine genauso hervorragende Nachricht wie für unseren Falk. Dann fragt Seldrakon nicht zu Unrecht, ob es in diesem Projekt eigentlich Bezüge zur kommenden Ork-Kampagne geben wird. Wir haben vor längerer Zeit nämlich schon mal einen Teaser veröffentlicht und da geht es um die Geschichte, wie es sich in Aventurien mit den Orks weiterentwickelt. Dazu kann ich endlich sagen, dass wir bei der Planung dieses Projektes natürlich die Ork-Kampagne, also es war eine der ersten Sachen, die ich mit auf den Tisch gebracht habe, dass wir da eine Kampagne planen. Und ob das nicht was wäre, das direkt zu verknüpfen. Wir haben uns dann aber
dagegen entschieden, die Org-Kampagne direkt in das Finsterwacht oder das, die Org-Kampagne mit dem Finsterwacht-Projekt zusammen umzusetzen. Denn das würde die Einstiegshürde für alle, die nicht DSA schon lange verfolgen, extrem erhöhen. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Denn das ist eben kein Projekt, was nur für DSA-Fans gemacht ist, sondern in erster Linie ist es das neue Album von Saltatio Mortis. Und wir bringen das eben mit dem Roman und dem Abenteuer auf eine andere Ebene noch und erzählen noch eine gemeinsame Geschichte gemeinsam. Das heißt aber nicht, dass das gar nichts mit der Org-Kampagne zu tun hat. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass Bernhard einige nebulöse, Bernhard kennt schon einige der Plotbögen, die in der Org-Kampagne eine Rolle spielen werden. Er hat da so Einblick in geheime Redaktionsunterlagen bekommen. Nenn es doch ruhig beim Namen. Ich muss da einen Seeleneid schwören, einen blutigen Fingerabdruck auf einem Dokument hinterlassen. Und dann durfte ich unter der Versicherung, dass es immer einem wirklich teuren Tresor liegen wird, ein paar Dinge, die die nächsten Jahre streifen werden, erfahren. Cool. Und spannend finde ich allerdings das, was mir erzählt hat. Und, ja, da diskutieren wir dann noch mit Schwertern. Und so ist es den beiden natürlich möglich gewesen, in dem Roman die ein oder andere Andeutung für die Zukunft zu machen, die etwas mit der Org-Kampagne zu tun hat. Wir haben die Org-Kampagne selbst auf deswegen halt auch auf nach der Finsterwacht verlegt. Es hätte einfach andersrum keinen so großen Sinn gemacht. Deswegen haben wir uns so entschieden, die Org-Kampagne noch ein bisschen zu schieben. Dafür bekommt ihr ja jetzt die Zwergenkampagne als DSA-Fans und die Org-Kampagne geduldet sich noch einen Augenblick, bis ihr alle mit der Finsterwacht durch seid. Aber für alle Org-Fans kann man schon mal sagen, dass die auf jeden Fall im Blick behalten sollten, was dann demnächst auch auf unserem Kanäle noch so weiter passiert und spätestens, wenn die Ankündigung zum ersten Musikvideo, also zur ersten Single der Finsterwacht rauskommt, gibt es für alle Org-Fans bestimmt auch was Interessantes zum Gucken. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Jean hat es ja eben schon verraten, das Musikvideo ist schon abgedreht. Und das ist das andere Abenteuer, was ich vorhin schon mal so kurz querreferenziert habe. Das war für mich auf jeden Fall ein Abenteuer, da mal den Profis über die Schulter zu gucken, wie so ein Musikvideo gemacht wird. Bernhard, für dich war das ja ähnlich. Wir waren zwar nicht am selben Tag dabei, aber und ja, also für Falk und Jean ist das natürlich so Business as usual. Aber für mich war das echt ein Abenteuer, mir das mal anzugucken. Philipp und ich sind nämlich auch zum Dreh gefahren. Wir haben auch ein paar Shorts gedreht. Falk habe ich auch kurz interviewt. Da haben wir auch noch ein bisschen Videomaterial, was wir euch bestimmt demnächst präsentieren werden. Aber das war auf jeden Fall cool. Ich weiß aber nicht, das müsst ihr entscheiden, was ihr darüber erzählen wollt. Für mich war es auf jeden Fall, es war sehr kalt. aber es war trotzdem ein echtes Abenteuer. Ich glaube aber nicht, dass du 2 Stunden auf einer Wiese gelegen hast. Du hättest mal mit diversen Orks und mir reden müssen. Ich habe ja ein paar von den Leuten getroffen und ich glaube, es war bei uns genauso kalt und ich war auf jeden Fall auch sehr lange draußen. Weißt du dann immer, Videodrehs sind so super anstrengend und dann verrät der Bernhard ganz frei von der Lebe weg, dass er nur 2 Stunden auf einer Wiese rumgelegen hat. Weißt du, so schlimm kann es ja gar nicht gewesen sein. Nein, genau. Picknick war das. Genau. Also wir können zumindest so viel verraten. Wir hatten nach den Erlebnissen der letzten Videodrehs, die ultra episch waren und auch super toll in den Ergebnissen, aber eben auch sehr anstrengend, uns geschworen, dass wir nicht mehr solche aufwendigen Videos drehen und höchstens noch irgendwie den Sänger irgendwo hinschicken, dass der was abdreht mit jemandem oder eine kleine Performance irgendwo auf einer Wiese, das muss reichen. Und ich kann so viel verraten, wir haben unsere Vorgabe nicht nur ignoriert, sondern mit dem Arsch eingerissen. Also wir haben ein unfassbar episches Video gedreht, was so viel Arbeit gemacht hat, dass es zwischendurch
uns auch allen Angst gemacht hat, also gerade uns hinter den Kulissen Beteiligten, die wir auch wissen, was da alles so mit dranhängt. Ihr habt das gesehen, ihr wart da vor Ort, ihr habt gesehen, was da rumrappte und an Filmteam und so weiter und so fort. Ja, also wir haben unsere Vorgaben ignoriert und ein wirklich, wirklich tolles Ding abgedreht. Das kommt demnächst raus und arg viel dürfen wir noch nicht verraten, natürlich. Aber ich sag mal so, es passt zum Thema und es passt zum epischen Song Finsterwacht. Da darf man sich definitiv drauf freuen. Und auch für mich, also ganz persönlich wurde da mein 5-jähriger Jungentraum ein bisschen wahr. In der Art und Weise, auf der Location, mit den Gegebenheiten, die ich jetzt nicht verrate, aktiv sein zu dürfen. Also das war richtig, richtig großartig. Und hier, Bernhard hatte es vorhin von Falk, der einfach großartig aussieht bei allem, was er da machte damals im Schaukampf und so weiter. Und auch das neue Video ist da keine Ausnahme. Ich habe die ersten Schnitte gesehen und dachte, hey, der Mann, der hat ein Licht in der Schnauze. Bei dir ganz genauso. Ja, hat ein Licht irgendwo, was auf ihn leuchtet. Er steht einfach nur vor der Kamera und muss, also da muss man gar nichts mehr machen. Also der ist eine Unverschämtheit, wie fotogen und videogen dieser Typ ist. Nico, du kommst auch im Video vor. Ich habe den zweiten Schnitt jetzt vor kurzem gesehen. Ja. Da bist du drin. Sehr gut. Bernhard ist auch drin, ja. Ja, war ein Bucketlist-Item. Ich wollte schon immer mal ein Musikvideo mitmachen. Abgeschafft. Haken dran. Ja, sehr gut. Nein, die Möglichkeit konnte ich mir dann nicht entgehen lassen, als die sich abgezeichnet hat, da habe ich dann halt direkt gesagt, ja, da bin ich gerne dabei und ich bin sehr gespannt auf die Bilder. Falk hat mir gestern, war das gestern oder vorgestern? Ich habe es schon wieder vergessen. Genau. Am Telefon davon erzählt. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Einblicke. Ja. Bei allem Flachs ist natürlich aber schon so, Videodreh heißt immer, wie wir sagen, hurry up and wait. Ne? Also man hat dann ganz viel Zeit zwischendurch, die man überbrücken muss, weil eine neue Kulisse aufgebaut wird oder eine neue Lichtsituation hergestellt werden muss. Oder es müssen Objektive an Kameras gewechselt werden und so. Also man wartet, wartet, wartet und dann heißt es so und jetzt bitte. Und dann, bei jedem Videodreh habe ich erneut den größten Respekt vor Leuten, die das hauptberuflich permanent machen. Ja, ja. Schauspielern oder vor der Kamera aktiv sein und so, das ist Wahnsinn. Musik machen fühlt sich für mich immer an wie ein Spaziergang im Vergleich dazu. Ja, aber wie ging es euch denn, Bernhard, wenn du so dran denkst? Ich habe mich gewundert, wie tiefenentspannt der Regisseur die ganze Zeit geblieben ist, obwohl es echt eine Menge parallele Dinge zu handeln gab und das Wetter auch nicht immer ganz perfekt war. Der war die Ruhe selbst, also ganz anders als das Bild, das man so von schreienden, fuchtelnden Regisseuren hat. Total das Gegenteil, zugleich aber souverän, alles, alle in der Hand haben, alle machten, was er wollte. Also war ein tolles Erlebnis. Vielleicht wird der Regisseur auch noch Minuten bezahlt. Oh, ganz sicher. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Chat. Das ist so. Entschuldige, Falk. Ich hau sie einfach mal, ich gebe sie einfach mal an euch weiter. Falk und Jean, ihr könnt dann sagen, ob ihr das so genau sagen könnt. Irima42 fragt, wann kommt die erste Single? Ich guck mal kurz auf die Uhr. Bald. Also tatsächlich sind wir in den letzten Zügen mit allem. Vorhin wurde es schon mal erwähnt, Bernhard hatte es gesagt, dieses ganze wahnwitzige Projekt ist teilweise mit sehr heißer Nadel gestrickt. Das bedeutet, dass man permanent in Echtzeit noch an Dingen optimiert und arbeitet und dann kommen sie schon raus. Ich hatte mir eigentlich vor, genauso wie wir alle bei uns in der Band, irgendwann mal vorgenommen, dass wir unserer Marketingabteilung verbieten, die Kuh schon zu verkaufen, noch bevor sie gefangen wurde. Aber das funktioniert nie. Das bedeutet, wir haben da Pläne und auch Termine. Die würde ich jetzt aber ungern ganz genau nennen, weil wenn wir einen Tag noch oder zwei schieben müssen, weil wir dann doch noch mal drauf gucken und sagen, ja, hier würden wir gerne was optimieren, zum Beispiel beim Musikvideo. Also die Musik ist fertig, das Album ist mehr oder weniger im Kasten. Jetzt macht man nach und nach einen Song nach dem anderen. Ne? Nico hat vorhin verraten, 5 Kreise beim Logo stehen für wahrscheinlich 5 Singles. Und kann aber sein, dass wir da noch ein bisschen optimieren müssen. Aber wir sind dran.
könnte theoretisch jetzt jeden Moment soweit sein. Wir passen aber mal auf. Ja, vielleicht kommt ja bald was. Genau, folgt uns auf Social Media. Ihr werdet erleben, also uns allen. Ich glaube, alle werden das irgendwie dann teilen, wenn es dieses Ding gibt. Ihr könnt es dann nicht verfehlen. Ganz einfach. Ja, und um nochmal so einen kleinen Blick auf die Dimension zu geben. Ich kenne das Drehbuch eines dieser Videoclips und versuche gerade, das so irgendwie zumindest am Rand gestriffen noch in den Roman einzubauen, dass wer das Video guckt, Elemente davon auch im Roman finden wird. Also aus der Geschichte, die das Video erzählt, so viel verrate ich jetzt mal, das ist ein Video, das eine Geschichte erzählt, eins davon. Und diese Geschichte versuche ich in den Roman einzubinden. Zumindest am Rande, dass jeder, der das Video sieht und diese Zeilen liest, denkt, oh mein Gott, das habe ich eben gesehen. Weil das ist es, was dieses Projekt ausmacht. Wie viele Dinge ineinandergreifen, miteinander verwoben sind, wie man über Liedtexte gesprochen hat, wie Aventurien da reingebaut wird. Einfach, einfach toll. Fordernd, wir sind alle noch zugange. Es ist noch nicht ganz fertig, aber alles auf den letzten Metern. Und ja, es ist fordernd, aber großartig. Also es ist genau die Art Stress, wo man abends völlig erschöpft ins Bett fällt und morgens dann aber überraschend früh wieder wach ist, weil man weitermachen möchte. Also ich muss sagen, beim Videodreh, da hätte ich auch ein bisschen früher schon im Bett sein können. Da hätte ich mich nicht beschwert. Das ging bis früh morgens. Also, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe aber mal wieder Fragen für euch. Und zwar zuerst nochmal zur Tour, die Burgentour. Wie soll man sich das denn vorstellen? Ist da einfach eine Burg, auf der eine Bühne aufgebaut ist und da spielt ihr auf und zieht euer Programm durch? Oder gibt es noch irgendwie ein bisschen Rahmenprogramm, was das Ganze vielleicht in einen finsterwachterischeren Kontext setzt? Ich habe da so ein paar, ich sag mal, intern habe ich schon ein paar Sachen gehört, aber ich weiß nicht, inwieweit die Planung da tatsächlich vorangetrieben wurde. Das waren vielleicht auch nur Ideen. Aber vielleicht wollt ihr da das eine oder andere zu sagen? Das ist eine Frage von Warkung, schon zum zweiten Mal gestellt. Ja, ich kann hier vielleicht eine Sache schon mal sagen. Es gab die Frage, warum das Album erst am 31.05. rauskommt. Ganz einfach, weil wir am 1.06. In Koblenz auf der Ehrenbreitstein unser erstes Konzert der Finsterwacht spielen werden. Also, das heißt, wir werden Finsterwacht auf der Finsterwacht-Tour präsentieren. Das freut uns unfassbar. Also, es sind keine Shows, Saltatio Mortis ist auf einer Burg und spielt ihr Programm, sondern wir werden sehr, sehr stark uns an der Finsterwacht orientieren. Wir werden uns Specials ausdenken, die jetzt erst noch zu planen sind. Könnte ja sein, dass der ein oder andere Redakteur mit diversen Dingen und eventuell DSA-Material vor Ort sein wird. Es könnte sein, dass vielleicht mal der ein oder andere Autor vor Ort sein könnte. Also lasst euch einfach überraschen. Es lohnt sich und wir werden, wenn diese Sachen auch stehen, weil wenn man immer etwas out of the box macht, dann ist es immer schwierig, das an Leute zu kommunizieren, die davon noch nie was gehört haben. Zum Beispiel Veranstalter, die auf Burgen sitzen. Für die ist das Konzept, beispielsweise sowas Irres zu machen wie eine Autorenlesung, sehr fremdartig. Und das muss man denen erstmal klar machen. Ja. Wir sind jetzt quasi dabei, solche außergewöhnlichen Ideen klarzumachen und hoffen, dass wir alles realisieren können, was wir uns vornehmen. Deswegen, es ist immer schlecht zu gackern vor dem Legen. Also lieber legen wir erst und dann gackern wir richtig ordentlich. Ja. Wir können aber auf jeden Fall Folgendes schon sagen. Wir werden natürlich nicht nur jetzt die Finsterwacht spielen, sondern wir haben uns überlegt, wir werden ein ganz spezielles, besonderes Programm bei diesen Burgenshows spielen, die der Location und dem ganzen Titel angemessen sind. Das bedeutet, ähnlich, ganz genauso wie Falk es gerade schon erwähnt hat,
Das wird keine normale Saltatio-Show, sondern das wird wirklich ein besonderes Happening mit Musik, die zum Ort passt, wo wir das spielen und zum Thema passt. Da wird aber mit Sicherheit nicht nur was von der Finsterwacht sein, sondern die ein oder andere Nummer wird sich da ins Programm schleichen, die wir spielen müssen, weil wir sonst gehänselt und gegrätelt werden, von vorne bis hinten. Kann man sich aussuchen, wofür man geteert und gefedert wird. Aber da gibt es Songs, die müssen wir spielen. Das sind die Hits sozusagen, die ganz viele hören wollen. Es wird neue Songs geben, es wird alte Songs geben, die wir vielleicht schon ewig lange nicht mehr gespielt haben und. Wir können ruhig ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil Falk hat das jetzt super charmant angedeutet, weil er natürlich auch niemandem ans Bein pinkeln will. Aber es ist tatsächlich so, wir sind aktuell ganz genau an dem Punkt dran, dass wir viele Leute auf so einer Burg, und man muss dazu sagen, so eine Burg wurde nicht gebaut, um sie irgendwann mal mit einem LKW anzufahren, um dort Material hinzubringen und eine Bühne aufzubauen und mit Technikern dort rumzurennen. Sie wurde für andere Zwecke gebaut. Ich weiß auch nicht, was das soll. Na, komisch, oder? Aber irgendwie ist es schwierig, mit viel Material auf eine Burg zu kommen und da alles aufbauen zu wollen. Vor allem, wenn man dann erklärt, ja, und dann machen wir noch dies und jenes und so. Wenn es nach uns ginge, würden wir hier Mini-DSA trifft auf Saltatio Mortis Disneyland aufbauen. Wir müssen einfach nur gucken, was wir gestemmt kriegen davon. Und das gestaltet sich, da muss man ein bisschen Realitätscheck machen, das gestaltet sich schwierig. Aber trotzdem kann ich jetzt schon versprechen, ohne dass wir die erste Show überhaupt jemals gespielt haben von dem Ding, aber ich kann jetzt schon versprechen, wenn wir nur einen Teil davon, was wir uns vorgenommen haben, allein von dem, was uns so im Kopf vorschwebt an, ich sag mal, musikalischer Umsetzung und dem Storytelling drumherum, wenn wir das verpackt kriegen, wird sich das auf jeden Fall für jeden lohnen, der dahin geht. Und das kann ich jetzt schon versprechen, definitiv. Da hake ich gleich nochmal direkt ein, denn als Falk eben schon erzählt hat, dass da vielleicht ein DSA-Redakteur mit DSA-Material vor Ort sein wird, ich habe natürlich auch mein Ohr an unseren Freelancer-Autoren. Die haben auch alle schon gerätselt, was es denn mit dieser Finsterwacht-Sache auf sich hat. Da werde ich mich mal umhören. Das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, gleich mit mehreren Leuten irgendwo aufzuschlagen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und in Koblenz bin ich auf jeden Fall dabei. Dann fragt aber Corby 2506, warum kommt das Album denn erst am 31.05., wenn die Tour schon am 1. Juni beginnt? Da hat man ja gar keine Zeit, die Songs zu lernen. Dazu würde ich sagen, die Tour ist ja nicht nur einen Tag lang, sondern ihr seid ja mehrere Wochen, Monate, glaube ich sogar, unterwegs. Corby, du hast also genug Zeit, dir die Texte alle einzuprägen. Musst einfach auf alle Konzerte oder zumindest die späteren gehen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, da sind schon ziemlich eingängige Dinger dabei, die ich beim ersten Mal auch direkt mitsingen konnte. Naja, man könnte auch vielleicht behaupten, naja, also wir verraten ja nichts Neues. Du hast es vorhin vielleicht angeteasert mit den fünf Symbolen, dass der ein oder andere Song vielleicht vorher schon bekannt sein könnte und man dann natürlich die Möglichkeit hat, im Rahmen einer... Wie sage ich denn? Also, wenn man das verfolgt, dann kann man auf jeden Fall auch den ein oder anderen Song mitzelebrieren, gebühren. Genau, und eure Hits sind ja auch noch mit dabei. Ja, auf jeden Fall. So, dann Noch zur Antwort, was das damit auch noch auf sich hat. Ich weiß, dass man heutzutage, ne, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, und man ist gewohnt, dass wenn ein Inhalt fertig ist, der sofort hochgeladen wird und für alle verfügbar ist, aber es dauert tatsächlich, sowas herzustellen. Also das heißt, wenn die Musik fertig ist, muss die irgendwie in einem Presswerk landen, muss auf eine CD gepresst werden, muss in die Verpackung rein, die Verpackung muss hergestellt werden, die ganze Box, dieses schöne Zeug, was dabei ist, die Würfel und. Der ganze Kram, das muss ja alles irgendwie erstmal fertig sein in einer gewissen Stückzahl. Das dauert. Und dann müssen es noch die verschiedenen Leute, bei denen man es bestellt hat, beliefert werden und. Das dauert. Ja. Müssen wir alle ganz stark sein? Das ist echt, das ist analoges Material, das muss noch von einer Kiste zur nächsten geschippt werden. Das dauert ein bisschen.
Ich Außerdem, wo wir bei Nähkästchen-Plaudereien sind, also wir beide hatten ja das Vergnügen, dabei zu sein, als Sachen eingespielt und abgehört wurden. Da gab es dann unter anderem den Finsterbach-Song zu hören. Wir saßen nebeneinander, waren total geflasht, sagten, boah, geil, großartig. Alle anderen gucken sich ernst an und sagen, ja, das war schon eine ganz passable Rohfassung. Ihr habt das Demo gehört. Ja, ihr habt das Demo, also da waren schon Sachen. Das war super, also. Da waren schon Sachen im Final, ja. Aber ihr habt das Demo gehört im Grunde. Und für uns ist ein Demo ja eher so ein, wie so ein Notizzettel. Ich hab ja auch total gestaunt, als wir zusammengesessen haben bei euch und ihr euch mal eben ein Buch aus dem Kreuz geleitet habt. Also Überschriften und so, was soll ungefähr passieren? Und dann, ich weiß nicht mehr, ob es Bernhard war oder ob du es warst, Thorsten, der Satz fiel, naja. Das Buch ist ja jetzt fertig, jetzt müssen wir es ja nur noch schreiben. Und aber genauso, ja, genauso ist es bei uns auch, wenn wir so eine Rohfassung haben von einem Song und uns einen Notizzettel quasi geschrieben haben, so in etwa stellen wir uns vor, dass der klingen soll, dann ist der für uns auch fertig. Jetzt müssen wir ihn nur noch in echt sauber aufnehmen mit schönerer Performance und so. Ja. So, dann gab es noch eine Frage, oder irgendwer hat gesagt, ich würde mit als Ork mit Dudelsack auf der Bühne sein. Das wollt ihr nicht hören. Sehen vielleicht, aber hören, hören bestimmt nicht. Die Dudelsäcke überlasse ich lieber den Profis. Und dann gab es noch eine Frage, wird es ein Making-of vom Video geben? Und da könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, was euer Videographer Ingmar, den ich jetzt ja auch schon mehrmals getroffen habe, toller Typ, macht super Videos, was der also da am Start hat. Ja, definitiv wird es ganz viel geben. Also wir haben immer in letzter Zeit jemanden mit dabei, manchmal auch mehrere Leute dabei, die Behind the Scenes, Making of mitfilmen. Und da wird es definitiv Material geben dazu. Auf jeden Fall. Für mich mein größter Fanboy-Moment ist natürlich, wenn ich den Roman in Händen halte. Also das ist so ein, und vor allem, und jetzt kein Stress oder kein Druck, aber der erste Satz, das ist so das Ding, das für mich ein Buch fast schon, es gibt so berühmte erste Sätze in Romanen. Und jetzt brauche ich natürlich irgendwann den ersten Satz von euch. Ihr müsst ihn nicht preisgeben, aber das macht ganz viel aus. Ja, so. Keine Ahnung, Moby Dick, ja, klar. Irgendwie ist es gerade ein bisschen kühl hier im Stream geworden. Zwei erste Sätze. Wir haben den ersten Satz im Prolog und den ersten Satz in der Haupthandlung, die sich sehr unterscheiden. Der erste Satz im Prolog besteht aus einem Wort und das heißt Fass. Okay, großartig. Und dann geht's los, unangenehm für den Angesprochenen. Okay. Und der erste Satz in der Haupthandlung ist, das ist nicht der Zwerg, den ihr sucht. Okay, ich bin sehr gespannt. Dankeschön, vielen Dank. So, im Chat reden die Leute auch immer weiter über die Tour. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist ein Termin auch schon ausgebucht, oder? Ja, ganz genau. Wertheim, Burg Wertheim ist leider ausgebucht. Das ist am 20.07. Leider ist die voll, das ist eine sehr kleine Burg. Aber zum Beispiel für Koblenz, da haben wir noch ein bisschen Platz. Das ist ja auch eine sehr große Festung. Und ansonsten, jetzt könnt ihr noch Karten bekommen. Es gibt noch überall einige Tickets. Aber Koblenz wird auch knapp mittlerweile. Wird auch Koblenz knapp werden, weil da will natürlich jeder hin. Jeder möchte wissen, was da passiert. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn diese Tour einfach... Also wenn ihr alle, die jetzt hier auch im Chat seid, die Botschaft verbreitet, was da alles auf uns alle zukommt und dass das eben keine gewöhnliche Tour wird von einer Band, die eben Musik spielt, dass es eben keine normale Box wird. Also es wird eine Albumbox werden, aber mit unfassbar schönen Add-ons. Das ist einfach spread the news. Geht raus in die Welt und predigt quasi, was jetzt hier Großartiges auf euch zukommen wird. So. Ja. Das ist euer Auftrag.
Alles klar, ich freue mich auch riesig auf die Tour. Ich bin gespannt, was da an Rahmenprogramm ihr noch auf die Beine gestellt bekommt. Und einige von den Terminen sind ja für uns auch relativ weit. Da kann ich noch gar nichts zu sagen, inwieweit wir uns da noch beteiligen können. Aber die, die hier näher dran sind, da sind wir natürlich auf jeden Fall dabei. Also ja. Koblenz, Königstein, da ja, bin ich auch vor Ort, sage ich einfach mal so. Und Hordak schreibt auch, die Festung in Koblenz ist der Hammer. Ehrenbreitstein ist halt eine, das ist keine Burg in dem Sinne, ne, sondern eine Festung. Ist ein bisschen was anderes. Ja. Aber es gibt da tatsächlich eine alte Burgruine, vermutlich eine Spornburg. Und dann haben wir eben halt auch die Festung da drauf gebaut. Also von daher, man kann noch Reste davon im Mauerwerk finden. Ist auch eine schöne Ausstellung dazu, aber es ist eine sehr quasi moderne Festung, als es schon Kanonen gab. Ja. Aber trotzdem tut es keinen Abbruch, weil es ist fantastisch schön. Riesig groß die Anlage und dort, wo das Konzert stattfindet, da sprechen die Mauern quasi zu einem. Ja, also ich kann auch sagen, wir beide Autoren grinsen gerade so, weil Falcone im Roman hätte jetzt genau das, was er runtergebracht hat, mal eben den historischen Kontext erklärt. Ja, ganz genau. Ja. Sehr schön. Wollen wir noch gucken, wie wir vom Roman den Dreh zum Solo-Abenteuer finden, Bernhard? Ja. Thorsten? Dann müsstet ihr, ich sag mal, so viel preisgeben, wie ihr da wollt, was die Figuren betrifft, die handeln, vielleicht auch die auf dem Cover zu sehen sind. Du hast ja vorhin habt ihr ja schon erzählt, das Cover des E-Books und des Audiobooks, das weicht von dem physischen Cover ab. Da sieht man ja die Protagonisten des Romans schon von hinten zumindest. Naja, wenn man den Klappentext liest, spätestens dann die ersten zwei Sätze beschreiben die Charaktere. Also wir haben uns natürlich wieder aufgeteilt, jeder von uns hat einen Protagonisten geschrieben. Wir haben einmal die wunderschöne Haldane. Ja, eine äußerst seriöse Handlungsreisende in komplexen Fällen. Genau, eine Schmugglerin. Üble Nachrede. Und einen Zwergenkumpan, der durch eine... Verkettung unglücklich. Ja, sag es doch, er ist aus der eigenen Binge geflogen. Die Dinge, die er verbrochen hat. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mit Haldana über die Landstraßen zu ziehen. Tiefer kann er zwar kaum noch sinken. Genau, und das kam natürlich zustande, weil sie ihn über den Tisch gezogen hat beim Würfeln und er ihr bei Leben. Also, ich glaube, der Endstand sind 11 Leben. Ja, du kannst nicht rechnen. Sie führt Buch darüber. ihr merkt schon, wir haben eine sehr schöne Dynamik aufgebaut. Ich bin doppelt glücklich, dass ich den Zwerg schreiben durfte. Die liegen mir einfach. Und da sind wir, also wir können dadurch sehr schön die Geschichte von zwei Seiten beleuchten. Jeweils einmal aus ihrer Perspektive und aus meiner Perspektive. Das funktioniert bisher erschreckend gut und wir sind schon beim Finale. Also gehe ich davon aus, da passiert nicht mehr viel. Er ist hier, das hat Probleme gemacht. Sein Zwerg ist hier, mein Gott. Oh. Ja. Ihr werdet davon lesen. Das kann einen umbringen. Bernhard, magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie du Thorsten eigentlich in diese Kollaboration mit hineingezerrt hast? Oh ja, bitte. Jetzt. Ja. Also wir sind derzeit auch in einem anderen Projekt, in einem Autorenkollektiv unterwegs. Wir nennen uns die Fünf Federn und schreiben zusammen Fantasy-Krimis. Von daher kannte ich Thorsten. Thorsten wohnt auch noch in derselben Stadt. Ausschlaggebend war aber am Ende, dass ich auch wusste, dass Thorsten schon ewig und drei Tage DSA spielt und ihm die Welt also bestens vertraut ist, dass man ihm nicht tausend Dinge erklären muss, sondern peinlicherweise umgekehrt, wie er neulich ein paar Regeln aus DSA 5 erklärt hat, weil ich merkte, ich stehe doch noch sehr auf DSA 3 Regelstand, also nicht Weltenstand, aber doch Regelstand. Hat sich einiges getan. Er wird mir helfen, besser zu werden bei DSA 5. Ja, Thorsten ist ja schon länger da. Im Endeffekt, Bernhard fragte mich, hast du Lust, zwischen deinen Büchern noch ein weiteres zu schreiben? Und ich so,
Genau, will man deine Seele an Ulysses verkaufen, um ein lebens einmaliges Projekt zu machen. Ja genau, so ganz eben nicht. Dann sagt er erstmal, willst du ein Buch schreiben? Ich so, nein. Dann sagt er, es ist aber ein DSA-Roman. Und es wurde still am Telefon, weil da konnte ich nicht anders. Um mal ganz kurz den Nerd-Faktor klar zu machen. Seit diesen Quellbüchern, na, so, ja, bin ich dabei. Also lang, spiele schon sehr lange DSA. Und in dieser Welt an einem Roman mitzuwirken, das war schon, und dann noch mit Bernhard Hennen, ich meine. Ja, er hat nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Ne? Seitdem rufe ich mit Vorliebe dienstags abends genau in seiner Spielrunde an, um solche Dinge auszudiskutieren. Ja, die lieben dich. Die kennen alle meinen Namen und Richtig. Ja, und es ist bisher ein wilder Ritt, es ist super. Also, was ich an neuen Erfahrungen noch sammeln durfte dadurch und die tollen Leute, die ich kennenlernen durfte dadurch, das war schon, allein mein Tag bei der Band, das war ein Highlight, jetzt locker meine Top 10 schafft. Wow. Also, der Bernhard hat ja erzählt, ja, er hat da vielleicht noch einen Autoren am Start, den er mal fragen kann, dann wird es vielleicht auch überhaupt möglich in der Kürze der Zeit. Und dann sagt er, ja, das wäre der Thorsten Weitze. Und ich denke so, ne, das kann doch wohl nicht wahr sein. Weil wirklich, das ist so, man stolpert über einen Autoren, den man auf einmal auf Anhieb großartig findet. Und zwar habe ich da von dir die Nebula Convicto-Reihe gelesen, weil ich mag so kontemporäre Fantasy. Und die ist wirklich außergewöhnlich schön erzählt. Das ist eine tolle Welt, die du da gebaut hast. Und dann denke ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann hast du bei dem Autorentreffen mir von deinem 13. Paladin erzählt und den habe ich jetzt, bin jetzt bei Band 9. Also, das fresse ich gerade. Und ich habe die Karte dazu, also, oh Gott. also, das ist so gut und das macht so viel Spaß, dass ich das so abfeiere, dass ihr beiden zusammenarbeitet und dass ihr beide so eine geile Energie habt, wenn man euch gerade gesehen hat, wie ihr über die Geschichte und eure Zusammenarbeit erzählt, dann ist das einfach, dann glaube ich, kann es nichts Schöneres geben, als Romanautor zu sein. Also jetzt natürlich, Blut, Schweiß und Tränen kennen wir alle, aber das ist so eine schöne Energie, die man da spürt. Wow. Ja, also ich muss sagen, vor 2 Tagen hat er mich wieder völlig fertig gemacht. Er hatte das Ende dann nämlich schon geschrieben und mir geschickt und ich habe es gelesen. Wir haben nach der letzten Seite geschluckt und dachte, boah, das hätte ich so nicht schreiben können. Das war super. Also richtig klasse. Und das ist das Tolle an Gemeinschaftsprojekten, wenn man sich gut versteht und aufeinander einlässt, dann schafft man als Gruppe etwas, das größer ist, als jeder Einzelne hätte schaffen können. Ja. Super schön gesagt, weil genau das ist es auch, worum es geht. Ne? Also bei uns im Bandalltag sowieso, keiner von uns als Einzelperson könnte solche Dinge auf die Beine stellen, wie wir es als Team irgendwie schaffen. Ich finde das, was du vorhin schon mal erwähnt hast, Bernhard, dieses Übergreifende, dieses Genre- und Stilübergreifende Zusammenarbeiten, das erinnert mich in bester Form an etwas, wovon ich Riesenfan bin. Und zwar, es gab zu früheren Zeiten, lange vor dem Internet, Künstlersalons, wo sich bildende Künstler, Schriftsteller, Komponisten, Schauspieler und so weiter regelmäßig in irgendwelchen Haushalten im Salon getroffen haben, entweder auf einen Absinth oder eine Krautpfeife oder so, keine Ahnung, aber sich dort ausgetauscht haben über ihre Kunst und Inhalte und Themen beleuchtet haben, der Autor aus seiner Warte und der Komponist aus seiner, und die haben sich gegenseitig inspiriert und daraus entstanden wirklich, ich meine, wir reden jetzt teilweise heutzutage noch über Musik, die viele hundert Jahre alt ist, ne? Stichwort Beethoven, Mozart, Bach, was auch immer. Und das Gleiche gibt es im Schauspiel auch und bei Büchern sowieso. Also das finde ich super spannend und ich bin total happy, dass wir mit diesem Projekt sowas auf die Beine stellen konnten, dieses übergreifende und verschiedene Genre verbindende Konzept wirklich in echt umsetzen konnten. Ja. Und nicht nur aufgepfropft
von oben, dass man sagt, naja, wir haben hier ein Buch, das muss vermarktet werden, wie können wir das machen? Wir haben hier eine Platte, wie können wir die marketingmäßig platzieren? Und hier gibt es ein Spiel, da müssen wir doch mal gucken, wie wir das den Leuten... Nein, ganz im Gegenteil, sondern wirklich vom Reißbrett an, von der ersten Idee, hat sich das so natürlich ergeben irgendwie und hat sich gegenseitig so inspiriert. Ja. Das finde ich großartig. Und dass daraus sowas Gutes auch entstanden ist jetzt, ich kann natürlich nur von uns sprechen, weil die anderen Sachen kenne ich nicht, aber bei uns, kein Druck, unser Inhalt ist wirklich großartig. Na, also ich glaube, das ist so ein Seelenprojekt irgendwie. Also für mich ist das definitiv. Und dann, jetzt, ich habe hier die Autoren schon über den grünen Klee gelobt, also ja, aber Nico, was ihr mit Ulysses auf die Beine stellt, wie ihr, und jetzt mal, das ist so, sagen wir mal, die reine technische Seite, wie ihr es geschafft habt, einen Rollenspielverlag mit unserem Label zu verzahnen, das ist ja eine fast unmögliche Titanenarbeit. Also da das zusammen kompatibel zu machen. Ich ziehe meinen Hut vor der technischen Lösung. Ich bin aber auch jetzt durch die Beschäftigung mit der Finsterwacht wieder in das DSA-Universum eingetaucht, was ich ein bisschen habe schleifen lassen und dachte so, Alter, ist das großartig. Also wirklich, das ist so, ich kann jedem nur empfehlen, der hier im Chat ist und DSA vielleicht gar nicht mehr so auf dem Zettel hat oder früher mal DSA gespielt hat, guckt euch diese Bücher an. Die sind Artwork großartig, die Texte mega, der Fluff, das Worldbuilding ist also vom anderen Stern, wirklich großes Kino. Dankeschön. Vielen DSA Dank, 5. Falk. Vielen Dank. Leite ich gerne an alle beteiligten Kollegen nochmal weiter. Bitte. Wir haben leider nicht immer alle Zeit, alle Streams von uns gegenseitig anzugucken. Aber damit es niemand verpasst, werde ich das an die Kollegen in der Redaktion und der Artdirektion weitergeben. Ja. Ja, also was das angeht, ich bin ja ein DSA-Spieler der ersten Stunde von vor 40 Jahren und kenne halt die Publikationen von damals. Und wenn man allein heute die vierfarbigen Drucke sieht, wow. Da liegen ja Welten dazwischen. Ja. Unglaublich. Und die Illus passen sämtliche zum Inhalt. Und also großartig. Einfach toll. Und auch zu sehen, was für einen Riesenstab an Künstlern ihr da hattet in den letzten 40 Jahren. Was für Geniale dabei waren. Und auch ein, zwei so in den Anfangszeiten. Die waren aus heutiger Sicht eigen. Aber auf eine Art eigen, dass sie jetzt wieder Legende sind. Also, ich glaube, ihr wisst, auf wen ich anspiele. Und seine Covers sind, er hat eins für mich gemacht. Das ist eins der besten Cover, die ich je bekommen habe, mit einem Wolfkopf drauf. Einfach großartig. Also er war immer für eine Überraschung gut. Und er mochte große, muskulöse Männer mit dem Schnurrbart. Ja, wir können den nebulösen Andeutungen ruhig einen Namen geben. Du meinst natürlich Ugo-Chan Yüce, der unter anderem dein Cover für Auf der Spur des Wolfes, den zweiten Teil der legendären Filiasson Kampagne. Also man muss sich mal rein, es gibt hunderte Abenteuer. Ich sage nur, wie das Cover aussieht, da hat den Titel. Wahrscheinlich kommt er demnächst noch mit dem Erscheinungsjahr um die Ecke und ich fühle mich richtig alt. Was meinst du, wie sein Vorstellungsgespräch abliegt? Nennen Sie uns die Details aus Cover 397 in der Original-Filmdrucksausgabe. Unglaublich. Ja, aber ich glaube tatsächlich, es ist einfach der Hammer, was wir, was ich, und ich sehe das bei euch auch, und jetzt hier im Chat sehe ich das auch, was Menschen an, wie DSA uns begleitet hat auf unserem Lebensweg irgendwie und vielleicht auch geformt hat. Also, keine Ahnung, vielleicht haben, Nico, vielleicht haben die Cover auf DSA dafür gesorgt, dass du sagst, ich möchte Sport treiben, ich möchte so aussehen. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mich hat. Dann müsste ich mir lange Haare wachsen lassen und das sieht nicht gut aus. Ja, ich wundere mich auch gerade so ein bisschen, weil ich weiß ja, dass Falk ein riesen Conan-Fan ist.
Ne? Und, auch. Ja. Ja, aber eher ja, Film wie auch die Bücher, also großartig natürlich, aber hallo. Nee, aber tatsächlich, das hat viel mit uns gemacht und nochmal, dass wir jetzt alle diese Dinge zusammenbringen können, ist einfach ein unbeschreibliches Geschenk. Und vor allem, dass jeder, dem wir davon erzählt haben, auf einmal dieses Leuchten in die Augen bekommen hat. Ich kann mich daran erinnern, wo wir völlig irgendwie in einem Meeting saßen und der Chef deines Herstellers hier, Thorsten, von Lausch dabei war. Und der die Idee davon gehört hat und gesagt hat, ja klar, was braucht ihr? Wir machen es möglich. Und ich denke so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der hat auch jemand, der erkannt hat, was das für eine positive Energie hat. Und Jean, was du vorhin gemeint hast, es geht da nicht darum, es ist nicht das Businessmodell oder sowas, sondern es ist einfach ein Herzensprojekt, was da gerade läuft. Und das ist einfach so, deswegen gehen Leute auch über Grenzen hinaus, also hier Thorsten und Bernhard, es tut mir auch wirklich leid, dass ihr so viel Arbeit jetzt damit hattet. Also um das nochmal zu illustrieren, als ich letztes Jahr, ich glaube es war so im Mai, mit dem 12. Filiasson-Roman fertig war, ein Projekt, das sich über 7 Jahre gezogen hat, habe ich mir geschworen, jetzt ist erstmal Aventurin-Pause. die hat dann, glaube ich, 1,5 Monate gedauert. Da kam Nico mit den Ideen um die Ecke zu diesem Projekt und was soll ich sagen? Im Sommer war die Pause, die es über Jahre strecken sollte, wieder vorbei. Und es hat mir keine Sekunde leid getan bisher. Ja, ja, danke schön. Echt großartig. Ja, ich kann auch nur den Dank zurückgeben, dass ihr auf diese grandiose Idee gekommen seid, eure Burgentour mit einer, ich sag mal, Storytelling-Klammer und Fantasy und das schwarze Auge zu verknüpfen, um diesem Projekt, ich sag mal, den Anstupser zu geben. Denn was daraus erwachsen ist, ist wirklich was ganz Tolles. Auch die ganzen Leute, die sich dadurch kennengelernt haben und die Energie, die wir da bei unseren Treffen freigesetzt haben, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich glaube, für uns alle. Da spreche ich einfach mal für uns alle. Ja. Das ist eine Riesenerfahrung gewesen und ich bin so gespannt drauf, was die Leute da draußen sagen werden. Also seien das jetzt eure Fans von der Band, Bernhard, Thorsten, eure Leser oder Hörer oder die Leute aus der DSA-Community. So ein bisschen ist ja auch unsere Idee gewesen, diese Leute alle zusammenzubringen und wir haben ja auch öfter über so ungewöhnliche Freundschaften gesprochen und was daraus denn so erwächst an Möglichkeiten, die wir hier gemeinsam umsetzen. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich bin super gespannt, was die Leute sagen, wenn das Video kommt, wenn die erste Single kommt und natürlich dann, wenn das Gesamtpaket herauskommt. Denn, wenn man liest, also wow. Wow. Die Singles, die kann man ja schon vor dem Album-Release dann zumindest teilweise sich anhören und angucken. Aber von Roman und Abenteuer gibt es dann natürlich erst die Printversion am 31.05. Ja, ich glaube, wir sind auch am Ende unserer Zeit so langsam angekommen. Ich werfe nochmal einen Blick auf den Chat. Und ich sehe da vor allem, dass es großartig ist, tolle Energie. Und wann kommt das Video online, fragt Erdmännchen 1990 nochmal. Das hatten wir ja schon vorhin mal thematisiert. Das wird noch einen Augenblick dauern, denn das muss fertig werden, aber abgedreht ist es schon. Und die Musik ist auch schon im Kasten, hat Jean vorhin gesagt. Vakuum sagt noch, der Stream war toll. Ich würde sagen, an der Stelle können wir denn jeder noch mal so ein paar abschließende Worte sagen. Jean, magst du damit loslegen? Ich starte gerne. Erstmal hier, Nico, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an alle, die jetzt erstmal hier saßen und auch hinter den Kulissen mitgeholfen haben, dass das hier funktioniert. Super, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf alles, was dieses Projekt noch so bringt.
Ich hasse es, wenn Leute das eigentlich immer so sagen, vor allem Bands, die ich selber geil finde, wenn die dann sagen, das neue Album ist das Beste, was wir je gemacht haben. Ich denke mir so, halt doch die, weißt schon, ne? Weil wer will schon die neuen Sachen von, ne, von den Lieblingsbands hören? Man will ja die Songs hören, die man schon kennt. Aber wisst ihr was? Das Album droht, das Beste zu werden, was wir jemals gemacht haben. Das ist seit langen Jahren dieses ganze Konstrukt und dieses ganze musikalische Ding, was wir uns da ausgedacht haben. Und ihr werdet jetzt, wir haben ganz, ganz viel um den heißen Brei geredet heute, weil wir es auch müssen. Wenn es an mir ging, würde ich euch ganz viel schon erzählen, aber es geht noch nicht. Aber wenn ihr das hört, dieses Album und was da alles musikalisch drinsteckt und auf welche Reise euch das mitnimmt und auf welche Gefühlsebenen ihr vielleicht auch kommt bei der einen oder anderen harten Nummer, bei der anderen zerbrechlichen Nummer und andere wiederum, die vielleicht sonst was bei euch auslösen, Melancholie oder Fernweh oder, dann werdet ihr verstehen, warum wir so gehypt sind. Das ist ja fast schon ein bisschen albern, dass wir uns hier gegenseitig so den Honig um den graumelierten Bart schmieren, aber das ist echt und das ist authentisch und wir sind im Jahr 2024. Die KI macht normalerweise jetzt alle Kunst und Musik und die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne liegt bei knapp 15 Sekunden. und da haben wir uns gedacht, lass uns einfach das größte Projekt anschieben, was wir jemals gemacht haben. Insofern, ich freue mich auf alles, was da kommt und ich freue mich vor allem auf eure Reaktionen da draußen, wenn ihr das ganze Ding gesehen und gehört habt. Ja, und wir sehen uns auf Tour. Bernhard und Thorsten. Ja, also wie gesagt, was ich eben erzählt habe, eigentlich wollte ich eine DSA-Pause machen. Das hatte ich mir geschworen und auch meiner Familie, die nicht mehr viel auf meine Schwüre gibt. Und dann kam Nico um die Ecke mit diesem Projekt und es war ganz klar, es ist unmöglich, das auszulassen. Und also meine Familie hat es bereut zwischendurch, da bin ich ehrlich. Ich nicht. Es war großartig. Es hat so einen unglaublichen Spaß gemacht, auch in so viele Dinge reinzuschauen, wo man eine vage Vorstellung hat, wie Musik entsteht, wie so ein Video entsteht und auf einmal mittendrin zu sein. Und besonders abgefeiert habe ich, der Kollege Markus Heitz hatte auf der Lesereise, die wir letztes Jahr zusammen hatten, als einen besonderen Gag zu seinem letzten Zwergenroman immer anschließend ein paar Outtakes aus einem fiktiven Video, wie Orks dann aus dem Off dann wieder aufstehen nach dem abgeschlossenen Dreh und was alles schieflaufen kann bei Drehs. Und an dem Drehtag, an dem ich dabei war, dachte ich die ganze Zeit, wow. Der denkt sich das aus. Ich lebe es gerade. Wie geil ist das denn? Das hätte ich ja niemals erwartet. Allerdings, es war schon verdammt nah an dem dran, was er sich ausgedacht hat. Es war großartig, es war lustig und es war... Ja, also manchmal werden ganz überraschend Träume wahr, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie hatte. Also, ja. Toll. Ja, wenn ich das immer so höre, bereue ich jetzt sehr, dass ich bei minus 20 Grad in Finnland Nordlichter gejagt habe, während der Videodreh war. Aber das abzusagen, hätte dann wahrscheinlich doch den Bogen bei meiner Frau überspannt, die ja auch sehr viele Schmerzen leidet, weil ich jetzt irgendwie 3 Bücher am Stück schreibe. Aber sogar der Händen um 23 Uhr anrufen. Ja, mit Deutsch klar. 23 Uhr, 3 Uhr. Also wir haben ja möglicherweise den Schreibrhythmus so, dass wir das die Nacht schreiben, sodass wir uns dann wirklich um 3 Uhr noch WhatsApp schicken, so nach dem Motto, bin jetzt gerade an der Stelle, war ziemlich geil und dann zurückkommen, ja, ich habe aber gerade das geschrieben. Also wie gesagt, das Projekt hat eine so, so konstruktive, schöne, herzliche Energie, wie ich es noch nicht erlebt habe und allein das war es schon wert und auch die vielen Leute, die tollen Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, allein das war es schon fast wert. Und daher kann ich jetzt nur wieder Schule sagen, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Noch ganz kurz, bevor wir zu Falk kommen, die Leipziger Buchmesse ist vielleicht noch ein Ding, über das ihr ganz kurz sagen wollt, wann ihr da zu treffen seid, denn da werden wir ja auch ein bisschen was zu Finsterwacht hören oder zu sehen bekommen oder so. Thorsten und Bernhard. Samstagnachmittag würde ich sagen. Genau. Haltet euch den Samstagnachmittag in Leipzig mal frei. Man kann uns da über den Weg laufen und man kann, wenn man den richtigen Zeitpunkt trifft, wirklich interessante Dinge sich anschauen. Genau. Ganz besondere Dinge.
Also die Leipziger Buchmesse nicht verpassen. Und kommen wir zu Falk. Ja, also ich habe es vorhin, glaube ich, schon überschwänglich alles erzählt. Für mich wird ein Traum wahr. Und ich kann euch sagen, das ist so, mir geht es da wie im Bernhard. Ich habe über meinen langjährigen Tellerrand hinausblicken dürfen und habe Aussichten auf jetzt, Nico, deine Verlagsarbeit, eure Autorentätigkeit gemacht, was für mich so ein Alter, die Welt ist größer, sie ist bunt und sie ist schön und sie ist toll. Und was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir einfach nur, und das hört sich jetzt sehr überbordend an, aber wenn wir unseren Träumen folgen, haben, können wir alles erreichen. So fühlt sich's gerade an. Und deswegen danke dafür. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lieben Dank euch allen. Lieben Dank euch zu Hause, die ihr eingeschaltet habt, bei uns dabei zu sein. Ich würde, wenn euch die Finsterwacht interessiert, euch noch empfehlen, schaut mal bei Saltatio Mortis in einem Wort bei Instagram vorbei und auch bei YouTube. Und Bernhards und Thorstens Kanäle sind da auch auf jeden Fall interessant. Heute habt ihr vielleicht schon gesehen, da haben wir regelmäßig alle unsere bei unseren Beitrag geleistet und euch diese wunderschöne Finsterwacht-Box mit all ihren Inhalten mal präsentiert. Dort werdet ihr auch die neuesten Informationen bekommen zur Burgentour, zum Release des Videos, zum Release der Singles und so weiter und so fort. Bei uns auf den Kanälen wird es natürlich auch noch ein paar Behind-the-Scenes-Infos geben. Als wir auf dem Videodreh waren, habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, haben wir auch ein paar kurze Videos und Interviews gemacht. Das wird bestimmt demnächst auf unseren Kanälen zu sehen sein. Aber bis zum 31.05. ist immer noch ein bisschen Zeit. Gebt uns also die Zeit. Wir wollen natürlich jetzt nicht alles auf einmal raushauen und dann müsst ihr 2 Monate auf den Release der Box warten, sondern wir werden die Zeit schön nutzen, um euch weiter mit Informationen zu versorgen. Das war's von unserer Seite. Vielen lieben Dank an euch alle, die hier mit dabei waren. Vielen lieben Dank auch nochmal an Sebastian, der schon wieder weg ist. Es war mir ein großes Vergnügen, nicht nur heute hier im Stream, sondern schon während der ganzen Zusammenarbeit. Ich danke euch und euch zu Hause noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.